Hallo, meine lieben Freunde. Geht gleich wieder los mit Assassin's Creed 1. Warte nur noch, dass das Ding online geht, wie immer. So. Mein Gott. Alexander Tanner, ey. Rasend schnell am Start. So gehört sich das. Ich hoffe, dass es heute mit der Leitung gut klappt, weil irgendwie meine Internetleitung hier schon die ganze Zeit rumspackt, aber wir werden es ja sehen. So, jetzt habe ich das noch verteilt, geliked, pipapo. Nein, liken macht hoffentlich ihr. So, und jetzt will ich wieder zurück ins Spiel. Zuck, 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 zuck. So. Und dann brauche ich mein Gamepad. Ich hoffe, ich kriege das alles noch geschissen. Schon ein bisschen länger nicht gespielt. Also muss ich ja erst mit der Tastatur und dann reagiert ja das hier, wenn das hier geladen ist. Wird auswählen. Jetzt geht's. Fortsetzen. Meine lieben Freunde, das brennt mir immer noch so auf der Seele, wenn ich Was ist jetzt schon? sowas nicht durchspiele. Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist Jesus. Ah. Das hatten wir schon beim letzten Mal. Weiß Oh, ich noch hier war es nicht. im Auge. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Mister. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Jo. Ich hoffe echt, ich krieg das alles noch geschissen. Sind ja echt schon wieder ein paar Tage ins Land gegangen. Und Was jetzt zum? war mir ja Jemand war aufgefallen, hier drin? dass die Handtücher auf waren. Genau. Alter. So. Aber da hat er ja, glaube ich, nichts gefunden, wenn ich mich recht erinnere. Sieht aus wie ein Zugangscode. Ja, er hatte doch was gefunden. So, und jetzt ab ins Bett. Kein Mensch will dich noch länger sehen. So, ab in die Falle. Damit es möglichst schnell weitergeht. Ich will meucheln. Der nächste Morgen. Ah, das hätte ich beim letzten Mal doch schon beenden können. Raus aus dem Bett. Es wird ein schöner Tag. Sie sind aber heute gut gelaunt. Miss Dillman hat einige Modifikationen am Animus vorgenommen. Sie sollten jetzt noch länger drinbleiben können. Um Ihnen bei der Schatzsuche zu helfen? Das ist eine ernste Angelegenheit, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen die Arbeit, die Abstergo leistet, nicht zu würdigen. Vielleicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihr Leute tut. Wir ändern die Welt. Jeden Tag. Auf 100 verschiedene Arten. Wussten Sie, dass beinahe jeder Durchbruch des letzten Jahrtausends, sei er medizinisch, mechanisch oder philosophisch, von Abstergo oder seinen Vorgängern kam? Das ist eine kühne Behauptung, Doc. Meinen Sie nicht, Sie übertreiben da ein bisschen? Nicht im geringsten. Oh, natürlich ernten wir nicht die Lorbeeren. Das würde viel zu viel Aufsehen erregen. Wir suchen uns unsere Günstlinge sorgfältig aus. Oh, die Kamera will da nicht mitspielen. Ist das nicht offensichtlich? Es bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Aber wie? Was macht sie so besonders, so clever, dass sie all diese Dinge erfinden konnten und wir Normalsterblichen wie die Idioten herumstolpern? Ja, du um fair schielst zu auch. sein, wir erfinden sie nicht. Wir finden sie. Hallo, Nico. Es sind Ja. Geschenke, Mr. Miles, Der von Daisy-Typ. denen, die vor uns waren. So, darf ich jetzt? Wir sprechen später weiter. Die Zeit drängt. Ja, komm, dann lass mich doch gehen. Ich darf nicht gehen, solange der im Raum ist. Und Anlauf. Jetzt darf ich gehen. Morgen, Desmond. Ja, hi. Auch total toll. Ich weiß ja, dass ich von denen irgendwann umgebracht werde. Das haben sie mir ja gleich am Anfang gesagt. Und trotzdem, ja, hi, ja, alles cool. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Räumen Sie gut. Tretet ein, Altair. Ah. Hier habe ich letztes Ihr Mal schafft euch gestoppt. gut. Drei von neun sind tot. Und dafür gebührt euch mein Dank. Aber ruht euch nicht auf euren Drei von neun. Heute schaffen wir locker zwei. Begonnen. Keine Ahnung. Ich stehe zu euren Diensten, Meister. König Richard, ermutigt durch seinen Sieg bei Akkon, bereitet einen Zug gen Süden auf Jerusalem vor. Salah al-Din ist sich dessen bewusst. Was sind das für Teile? Und sammelt die Seinen vor der zerstörten Zitadelle von Arsur. Wollt ihr denn, dass ich beide töte?
Ihren Krieg beende, bevor er richtig beginnt? Nein. Das würde ihre Armeen zerstreuen. Und das Land dem Blutdurst tausender zielloser Recken preisgeben. Sie werden erst in vielen Tagen aufeinandertreffen. Und derweil sie marschieren, kämpfen sie nicht. Ihr müsst euch um eine dringlichere Bedrohung kümmern. Die Männer, die so tun, als würden sie in ihrer Abwesenheit herrschen. Liefert mir Namen und ich liefere euch Blut. Das werde ich. Abul Nukut, der reichste Mann in Damaskus. Majid Ad-Din, Regent von Jerusalem. Wilhelm von Montferrat, Lehnsherr von Akkon. Wilhelm, den will ich killen. Was sind ihre Vergehen? Gier, Arroganz, das Abschlachten Unschuldiger. Das mache ich doch. Mischt euch unter das Volk dieser Städte. Dann erfahrt ihr von ihren Sünden. Habt keinen Zweifel, dass diese Männer dem Frieden, den wir suchen, im Wege stehen. Dann sollen sie sterben. Ihr habt euch ein weiteres Ausrüstungsstück verdient. Nehmt es. Was habe ich denn jetzt? Ich habe immer noch nicht das Wurfmesser mal genutzt. Kehrt nach jedem Anschlag zu mir zurück, auf dass wir ihre Absichten erkennen. So, darf ich jetzt? Och, und Altair, seid wachsam. Eure Taten haben wohl die Aufmerksamkeit der Stadtwachen erhöht. Sie werden jetzt misstrauischer sein als zuvor. Ja. Darf ich jetzt bitte meine Sachen haben? Danke. Ah, das ist hell. Ja, was habe ich denn jetzt dazu gewonnen? Erinnerung, neue Fähigkeit. Kanten greifen. Drücke losreißen. Sie können im Hof trainieren. Autsch. Es fehlen immer noch Flaggen übrigens, ne? Ich habe immer noch nicht alle Flaggen. Oh nein, 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 nein. Quatsch nicht mit mir, bitte nicht. Alter, mich denkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Aha, was muss ich denn jetzt machen? Ich will nicht mit dir reden. Losreißen. Drücke und halten Sie Taste 5 und Taste 1. Wenn der Gegner nach Ihnen greift, um den Griff A, okay. Das war falsch. Okay. Ey, mach ich doch. Das geht nicht. Also. Losreißen. Ah. Okay, das muss ich dreimal machen. Komm. Wieder losreißen. Das Werk eines Meisters. Ey, damit kann mich ja gar nichts mehr durch die Gegend schubsen. Los, komm. Und so, meine Schüler, fertig. Sollte ein Mann kämpfen. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen, nämlich ich. Ja, ich möchte, danke, danke, danke. Gut, dass ich jetzt weiß, dass das geht. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. So, sprinten. Wir müssen wieder zu dem Pferdchen. Oh, oh, nein, ich kann schnell Reisen machen. Alter, wie geil ist das denn? Ja, Königreich, ne? Da, dieser Wilhelm-Typen. Den will ich gern töten. Das gab's auf der Playstation nicht. Ah, ne, mit dem Königreich bin ich einfach nur hier im Allgemeinen. Ah, okay. Und wenn, kann ich jetzt hier irgendwie so... Mhm. Wo muss ich denn hin? Nach Damaskus ist was? Warte auf Eingabe. Kann ich jetzt aber nicht schnell hin. Oh. Also überall, wo diese Zeichen sind, sind Gegner, ja? Mit dem Büroleiter in Damaskus reden, mit dem Büroleiter in Akkon reden oder in Jerusalem. Wo wollen wir hin? Wollen wir nach Damaskus, Jerusalem oder Akkon? Akkon. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Was sagt ihr? Wo soll es hingehen? Damaskus, Jerusalem, Akkon. Ich meine, ich muss ja so oder so irgendwann zu allem hin, so ist es nicht. Also ich bin ja immer ein großer Fan von Jerusalem, aber wir könnten auch eigentlich nach Damaskus, das ist am nächsten dran. Außer ihr schreibt nochmal was anderes, dann können wir uns auch gerne was anderes angucken. So, los geht's. Das ist natürlich echt blöd, dass ich jetzt hier wieder durchreiten muss. Hätte ich wahrscheinlich auch wirklich in der Schnellreisefunktion wählen können. Aber jetzt bin ich schon hier draußen. Den Kilometer reiten wir jetzt mal schnell runter. Den reiten wir um. Genau den. Boom. Die alte reiten wir auch um.
Oh Mann, ich weiß gar nicht mehr die ganzen Moves. Ungläubige Stirn. Wir waren ja schon auch in Damaskus, also man muss die ganzen Orte, wie es aussieht, dann als drei oder viermal anreiten. Kann man nur nicht ändern. Oh, der hat mein Pferd umgekickt. Alter, hat der mir gerade Sporen gegeben. Was steht da? Damaskus. Okay, Ich dachte jetzt schon, dass ich auf die ersten Meter hier drauf gehe. Auch Damaskus, rechts geht es nach Jerusalem. Noch 600 Meter. Wenn der Weg doch nur nicht so weit wäre. Hier gibt es eine Flagge, die nehmen wir mal mit. Oh, ey, beruhige dich. So. Weil für jede Flagge, die ich... Durch, Totallah! Dass sie immer gleich, ne? Als ob sie ihre großen Brüder holen. Auch richtig fies, ne? Ich zeige euch hier Assassin's Creed. Und meine Frau oben spielt gerade Zelda Breath of the Wild. Muss ich mir auch irgendwann mal zu Gemüte führen. Aber das hier möchte ich auf jeden Fall als allererstes abschließen jetzt. So, da sind wir in Damaskus. Oder, nee, sind wir noch nicht. Oh, warum muss ich denn hin, verdammt? Noch 200 Meter in die Richtung. Ah, da vorne. Oh, noch eine Flagge, die nehmen wir mit. So. Alles klar. Oh. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Würde ich gern, wenn ich welche hätte. Ich muss die ja klauen, Mann. Bei irgendwelchen Räubern oder so stand ja, ja. So. Sie werden beobachtet. Absitzen. So, wir machen es jetzt ganz chillig und gehen mit denen hier mit rein. Damit keiner rumstresst. Die habe ich ja bekommen, weil ich das letzte Mal vor der Stadt mit irgendwelchen Leuten gekämpft habe und jemanden befreit habe. Oh, da stresst einer mit meinem Pferd rum. Na los, noch ein Stück an den vorbei. Oh, die gehen sogar mit. So, und sobald wir den verlassen haben, kann ich normal weiterlaufen. Da geht's auch schon los. Du bist ein Nichts. Warum Gott hat dich verlassen? Oh nein, nein, ich Vollidiot. Das wollte ich gar nicht. Wie rede ich mit dem? So. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Ich wollte... Ich hatte die falsche Waffe ausgewählt. Diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Oh, er redet weiter, er redet weiter. So. Wer könnte das getan haben? Wer war das? Furchtbar. So, 3 von 15 und dann kriege ich wieder mehr Energie.
So. Weiter geht's. Hier, da vorne kann ich klauen. Oh, da ist ein Dings. Stirb, Dieb! Warum tut ihr das? Was habe ich getan? Wollt ihr etwas? Helft mir! So hilft mir jemand! Los, auf den Ungläubigen! Ja, los! So habe ich dich auch gleich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Ja, hoffe ich doch. So. Hier gibt es noch irgendeinen Turm, den ich beim letzten Mal wohl nicht bestiegen habe. Muss ich wohl hier hoch. Hallo, Mr. Breuer. Seid gegrüßt, mein Freund, sagt er gerade. So, weiter hoch. Naja, und die Stadtareale werden ja auch immer mehr. Von Mal zu Mal, wenn ich da bin, kann ich auch in andere Bereiche, die ich, glaube ich, vorher nicht sehen konnte. Obwohl, da ich die Bereiche beim ersten Mal gar nicht so genau unter die Lupe genommen habe, wird mir wahrscheinlich der Unterschied kaum auffallen. Was mir allerdings auffällt, das muss ich schon mal sagen, ist mit der neuen Grafikkarte, wirkt das alles noch um Längen... ja, ein bisschen plastischer und farbintensiver aber auch. Das ist ganz komisch. Das war mit der alten, war das nicht so der Fall. So, haben wir den Raum auch. Was geht so bei dir? Ja, Mensch, was denkst du denn, was so bei mir geht? Ich spiele gerade Assassin's Creed, halt dich fest. Oh, da vorne. Schnell wieder die kurze, wo ist es? Oh nein. Okay, den haben wir. Na los. Ah, Messer werfen. Ah. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat. Und Herr Breuer, Sie als Nintendo-Fan, ich habe gerade erzählt, dass ich hier jetzt das alte Assassin's Creed spiele, während meine Frau oben an der Nintendo Wii U Zelda Breath of the Wild spielt. Ja, es ist schon echt finster, ne? Aber irgendwann werde ich mir das halt auch zu Gemüte führen und dann könnt ihr das hier mitgucken. Keine Sorge. Aber jetzt erstmal wird Assassin's Creed abgeschlossen. So, wie komme ich denn da? Okay, hat er geschafft, aber kommt er da rum? Ja, kommt da rum. Wir müssen immer noch weiter da zu dem... Das seht ihr. Ich wollte gerade gucken, ob... Aber klar, ihr seht ja das ganze Spiel. Ich muss noch zu dem Büro von den Assassinen. Zack. Ah ja, ist wieder einer. Oh! Assassin's Creed funktioniert nicht. Wie geil ist das denn? Programm schließen. Haben wir aber auch Schwein, dass ich das über Dings mache. Dass ich das über OBS mache. Es ist so ein altes Spiel, dass das mal Fehler hat. Lässt sich nicht verhindern. Kannst du mir das mal ausleihen? Nein! Das gehört ja mir noch nicht mal. Das gehört ja meiner Frau. Das hat sie von mir zu ihrem Geburtstag gekriegt. Jetzt am Sonntag hatte sie Geburtstag. Und ich weiß halt, dass sie total gerne Zelda spielt. Und deswegen habe ich ihr das gekauft. Weil es immer so schwer ist, auch gerade bei Frauen da das passende Geschenk zu finden. Ja, irgendwelche Sachen zu backen hätte ich kaufen können. Weil sie steht zurzeit voll auf Backen. Und ich habe dann aber mich... für zwei Backbücher entschieden und Zelda Breath of the Wild. Was total frech ist, ich habe die Wii U-Variante halt gekauft und die Wii U-Variante kostet, oh, lass mich jetzt nicht lügen,
20 Euro mehr als die Switch-Variante oder 15 Euro mehr. Das ist sowas von frech. Ohne Scheiß. Weil sie einfach die Switch-Variante vorantreiben wollen und bei der Wii U-Variante... Ja, die wollen sie eigentlich gar nicht verkaufen. Die wollen die neue Konsole verkaufen. Welches Leben sollt ihr heute nehmen? Sein Name ist Abul Nukut. Abul Nukut. Oh, der Händlerkönig von Damaskus, der reichste Mann der Stadt. Wie aufregend, wie gefährlich. Ich beneide euch, alter Herr. Nun, nicht um den Teil, wo man euch eures Ranges enthob, aber um alles andere. Oh, und außer den Sachen, die anderen dann über euch sagen. Und ja, außer dem Fehlschlag und dem Hass. Ja, lässt man dies außer Acht, beneide ich euch sehr. Danke. Ich schere mich nicht darum, was andere denken oder sagen. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Also, was könnt ihr mir über den Händlerkönig berichten? Nur, dass er sehr böse sein muss, wenn Al-Mualem euch schickt, ihn zu besuchen. Er bleibt unter den Seinen, im nobelsten Viertel der Stadt. Ein umtriebiger Mann, stets beschäftigt. Wenn ihr eine Weile unter seinesgleichen verbringt, erfahrt ihr sicher alles, was ihr über ihn wissen müsst. Und wo sollte ich mit der Suche beginnen? An eurer Stelle würde ich mit der Umayyaden-Moschee und dem Suksa-Husha beginnen. Umayyaden-Moschee. Das hat er so schnell gesagt, Moschee. Im Westen liegt Salah al-Dins Zitadelle. Sie ist ein beliebter Treffpunkt und hat sich schon oft als Quelle loser Zungen erwiesen. Ja, diese drei Orte sollten euch helfen. Danke für euren Rat, Rafik. Ich kehre zurück, sobald ich die benötigten Informationen gesammelt habe. So, dann los. Dass er aber auch nicht einfach durch die Tür gehen darf, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, wo soll ich hin? Ach, diese Nase tötet mich. Hier haben wir Gelehrte. Was haben wir da? Ach nee, das ist falsch. Bürger retten. Hä? Verstehe ich nicht. Ich soll doch... Naja gut, mache ich halt Bürgerrettungsmission. Erstmal, um irgendwie weiterzukommen. Dann taucht das wahrscheinlich komplett von alleine auf. Ah! Da haben wir doch so einen Typen. Den kann man nicht so killen. Das sind doch diese... Na los, komm. Das sind doch diese Dings-Typen. Wie heißen sie? Verdammt. Templer. Oh Gott, ich kam gerade nicht drauf. Alter. Oh, hier ist eine Flagge. Auch noch gleich mitnehmen. Ich habe eben aus Versehen Messer geworfen. Welcher war... Ah, jetzt. Ich werde diesen Gefangenen zurückziehen. Gemeinsam werden wir siegen. Ah, da vorne kriege ich wieder neue Messer. Okay, wo ist denn dann jetzt die nächste Mission? Das finde ich jetzt merkwürdig. Ich kann hier nur gerade Bürgerrettungsmission machen. Ich finde nicht die Mission. Machen wir einfach noch eine, ha? Muss ich aber hier wieder lang. Hä, finde ich das merkwürdig. Hier lang? Da lang? Kann es sein, dass ich noch irgendwas vergessen habe im... So. Euch hole ich mir!
Gegen die Wand mit dir. So. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesem Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Irgendwas habe ich da falsch gemacht im Büro. Bin mir ganz sicher, da fehlt irgendwas. Zack. Kann der auch nichts mehr sagen. Ich glaube, ich muss nochmal ins Büro. Was stimmt denn nicht mit ihm? So, wo ist das Bürgerrettungsbüro? Da ist das. Da nochmal hin. Weil eigentlich sagt er doch immer, leg dich hin und schlaf erstmal eine Runde. Das hat er da nicht gesagt. Oder unten ist noch eine Flagge. Warum tut er das wohl? Und fallen lassen. Aber eigentlich bin ich relativ schnell wieder in die Steuerung reingekommen. Beim Kämpfen hänge ich noch ein bisschen hinterher. Das merke ich selber auch. Aber das wird sich heute im Laufe des Abends wieder geben, denke ich mal. Ich muss unbedingt mal den Film gucken. Auch wenn viele sagen, der ist nicht gut. Mein Freund, was gibt es? Meine Suche geht weiter. Dann lasst euch nicht ablenken. Hä? Verstehe ich nicht. Also anscheinend doch alles richtig gemacht, aber irgendwie... bin ich hier in der Stadt nicht gerade... oh, scheiße, ich dachte, da könnte ich weiterspringen. So, holen wir uns einfach den hier. Einfach, weil es ein Typ ist. Da vorne ist ein Turm, den ich noch nicht habe. So, wo ist der Turm? Fuck, das verstehe ich gerade nicht. Ich nehme jetzt einfach wirklich alle Türme, die mir noch irgendwie so freigegeben sind, nehme ich einfach mal, weil darüber kriege ich ja was von der Stadt mit. Und ich glaube, dass mir einfach irgendwie der Bereich gerade fehlt. So. Ich muss ja erstmal die Leute finden, von denen der Gehilfe aus dem Büro da geholfen hat. Also, ne? Wo der Gehilfe aus dem Büro geholfen hat. Nee, nee, nee. Blödschwafel, Alex. So. Ne, hier ist so ein grauer Bereich und ich denke, da sollte ich vielleicht erstmal hin. Bevor ich irgendwas anderes mache. Der ist 103 Meter entfernt. Irgendwie muss ich ja über diese Türme die Leute finden. Frage ist natürlich, wo ich hin muss. Muss ich da hin? Ja, auch dieses in der Luft stoppen, ne? Das gab es in den neueren Teilen auch nicht mehr. Und hier muss ich hoch, oder? Ne, da vorne. Gehen wir halt jetzt erstmal ein paar Türme hoch. Andere Möglichkeit fällt mir gerade nicht ein. Wo mich natürlich auch total der dritte Teil interessiert. Ich kenne ja nur Teil 1 und Teil 2, weil ich die ja auch wirklich gespielt habe. Alle anderen habe ich, wie gesagt, nur gekauft und nie gespielt. Weil im dritten Teil ja dieses ist mit dem in Amerika, wo man so einen Indianer oder irgendwie sowas spielt und dann über die Bäume und so im Wald. Das finde ich schon ganz cool. Und, hat er jetzt was gefunden? Immer noch nichts gefunden. Er hat auch eine neue Menschenrettermission. Da kann ich ja mal hin. Geht weg. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen. Das wird euch das Leben kosten. Bitte, helft mir. Info. Ah, ich kann die nicht werfen. Vielleicht weißt du es nicht, aber die Niederlage ist für sie geschehen. Ey, ich hab geblockt. Oh, in den Fuß.
Gegen die Wand, du Penner. Zack. Er sagte mir, ich kann werfen, aber ich werfe gar nicht. Was ist das? Oh nein. Hä, sie war doch selbst dabei. Wer war das? So, muss ich da hoch, hä? Ich kann ja mal gucken. Da vorne ist so ein... Ah, den kann ich noch nicht anvisieren. Okay. Springt er da nicht hoch? Was stimmt denn mit ihm nicht? Ich kann nur fallen lassen, na toll. Oh, fuck. Also ich muss irgendwo hier auf diese Kirche. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Wenn die arm und krank und hungrig ist, kann ich sie ganz schnell von ihrem Leid erlösen. Das ist gar kein Problem. Oh, hier muss man echt mal ein bisschen geschickter gucken, wo der Turm ist. Aber ich komme hoch. Oh, da hinten ist auch so eine Flagge. Ich muss auch mal gucken. Ich habe ja irgendwann mit dem Adlerauge so besondere Zeichen. Oder war das erst bei Teil 2? Dass man mit dem Adlerauge auch irgendwelche krassen Symbole entdeckt hat. Und keine. Ah, da komme ich hoch. Oh, das ist aber doch schon einer hier der höchsten Türme in Damaskus, oder? Sieht jedenfalls so aus, als ob es der höchste Turm wäre. Wenn ich mich jetzt umgucke, dann mache ich ja sowieso. Ah doch, da gibt es noch einen höheren Turm. Ne? Jetzt so, da drüben sehe ich nichts Höheres. Also für seine Zeit auf jeden Fall schon ein schönes Spiel von der Grafik her. Das muss man wirklich neidlos zu... Ah, hier, erster im Nobelviertel. So, jetzt habe ich hier... Alter, seht ihr das? Da muss ich immer weiter. Und den Nebel des Krieges erstmal beseitigen, damit ich diese Leute finde, die ich jetzt eigentlich gleich im Anschluss killen will. Oh nein. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Ja, bin ich auch. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Hör doch auf, das ist doch nicht kindisch. Das ist super. Aber hier im Nobelviertel sind auch gleich wieder Wachen, ne? Überall. Wir lauschen. Ich bin hier irgendwie richtig. Setzen Sie sich auf eine Bank. Wo ist denn hier eine Bank? Alter, wie die alle hier durcheinander reden. Ich bin hier anscheinend richtig, aber... Erstmal kurz hoch auf den Aussichtsturm. Da kann er nicht hoch? Er wird sich noch verletzen. Scheiße. Nee, so komme ich nicht hoch. Er springt nicht. Er will nicht springen. Gegen den Willen Gottes. Und dafür müssen sie zahlen. Wer ist denn das? Wo immer sie reisen. Ach, hier ist eine Bank. So, zuhören. Oh, das wurde mir jetzt nicht mehr angezeigt, sondern ich muss das selber finden. Eine solche Lieferung auf die Beine zu stellen. Es ist nur Wein. Einige sind schwach im Glauben. Euer heiliges Buch sagt etwas zu diesem Thema. Ich glaube... Lasset sie essen und genießen und von Hoffnung abgelenkt werden. Bald werden sie es besser wissen. Und nie zerstörten wir eine Stadt, ohne dass sie Warner gehabt hätte. Und was soll das bedeuten? Vergesst es. Kümmert euch um eure Dinge. Wie ihr wünscht. Also, was ist mein erster Hinweis? Der Händlerkönig bereitet ein Fest vor. Okay, das ist mein erster Hinweis. Da sind überall diese geistig Verwirrten, die so... Ich muss aber irgendwie hier hoch.
Entschuldigung, Entschuldigung. Hier müsste ich hochkommen, oder? Ja, hier komme ich hoch. Oh, easy. Euer Leben ist verwirkt. Tschüss. Euer Leben ist verwirkt. Okay, jetzt bin ich ganz hoch. So werfe ich einfach. Kommt nicht näher. Oh, scheiße, jetzt habe ich alle weggeschmissen. Man muss einfach nur gedrückt halten. So eine Kacke. Das hätte ich... Ah, jetzt muss ich gleich wieder Wurfmesser klauen. Aber egal. Ja, jetzt gucken wir uns mal diesen krassen Turm hier an. Oh, ich dachte schon, er kommt da nicht hoch, ey. Das wäre ja übel. Los, Vollgas. Keule. Oh, scheiße. Hier geht's nicht weiter. Ah, okay. Man müsste nur mal das Emblem finden. Jupp. Jupp. Boah, der Turm verlangt mir aber echt mal alles ab. Ich muss ja wirklich mal ein bisschen hier die Gänge suchen. Das gibt's ja gar nicht sonst. Sonst ist es einfach so easy hochlaufen. Ihr seht's auch, ich mache das mit einer Hand am Gamepad. Man muss dafür nicht irgendwelche speziellen Tasten drücken. Das mache ich sonst immer. Aber mir ist gerade aufgefallen, dass man das gar nicht muss. Na los, hoch jetzt. Okay. Oder irre ich mich und das ist der höchste Turm. Okay, also ich glaube, das ist der höchste Turm. Weil der da hinten ist niedriger. Das war der, wo ich vorher drauf war. Der ist schon geil. Da will man gar nicht runterspringen, da will man einfach gucken. Aber was man auch sieht von hier oben, da drüben, man sieht zwar so eine Wache bzw. Flaggen, das sind Flaggen, das sind gar keine Wachen, aber man sieht gar keine Menschen. So direkt unter mir spawnen Menschen, aber so ein Stück hinten weiter sind die ganzen Straßen leer. Wenn ich dann runterspringe, denke ich, werden Menschen dazukommen, weil die werden im Endeffekt gestreamt ins Spiel. So, jetzt ist die Frage, was muss ich als nächstes machen? Hier wird mir gerade nichts angezeigt, aber hier gibt es Bürgerrettungsmissionen. Und da ist auch noch ein Aussichtsturm, den ich brauche. Also gehen wir hier, machen die zwei Bürgerrettungsmissionen und gehen dann auf den Aussichtsturm. Ich muss erstmal alle Aussichtstürme machen. Er sagt dir, Alter, da ist schon wieder so ein geistig Verwirrter, der mich haut. Es tut mir echt leid, aber warum rennen die eigentlich durchs Nobelviertel? Eigentlich müssen die doch voll im Armviertel abhängen. Wenn Detlef für sie immer noch, Herr Watson. Wenn Detlef. Hä? Ich komme da nicht runter. So. Zack. Versucht es. Ah. Ich mag diesen Armbrecher-Move, mag ich ja wirklich, ne? Ah. Aber ich hätte gern jetzt mal einen Kopf. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Da war gerade auch noch Vision. Ich habe von irgendwas eine Vision. Scheiße, ich habe auf dich gerade nicht geachtet. Zack, ist er hin. So, wo war denn der andere? Der war hier direkt daneben. Da muss ich hin. Schwimmen kann, Alter, ihr nicht. Also, hier lang. Und erstmal wieder hoch. Lieber Watson, ich habe nach unserem letzten Gespräch im vorherigen Livestream, habe ich mich auf die Suche gemacht nach verschiedenen deutschsprachigen Filmen, die
gut bewertet sind, aber ohne Scheiß, viele davon würde ich nicht empfehlen. Also, wir hatten schon welche ja auch genannt gehabt, so absolute Giganten und so ein Gedöns. Die würden mir auch weiterhin auch einfallen, aber dann hört es auch echt auf. Stirb, Dieb! Fallen lassen. Was habe ich euch getan? Die Schemel lassen. Dieb! Elender Lump! Ah, stirb, Ungläubiger. Jetzt habe ich dich. Ja, will mal einer kotzen von euch? In die Beine. Zack. Pack ihn dir einfach. Und. Ich danke euch. Ich danke euch. Wir haben nicht Who Am I geschaut. Ne? Ist so ziemlich neu. Nee, hab ich auch nicht. Also es sagt mir auch gar nichts. Oh, der hat's mitgekriegt. Nein, jetzt hab ich die Troller gekillt. Scheiße. Auch hierhin auf den Riesenhaufen Scheiße. Da muss ich eh weiter, da ist der nächste Turm. Den hier werde ich auch mal von seinem Leiter lösen. So, dann geht's dir auch besser, mein Freund. So, oh, was kommt denn da für eine fette Stadtwache? Die sind ja krass unterwegs. Wo am I? Hier raus. Ja, wer braucht da Hilfe? Wer ruft da? Ja, euch helfe ich gleich. Ich versuche erstmal auf den Turm zu kommen. Nein! Oh, das war knapp. Und. Okay, scheiße. So, ein paar tot geworfen. 9 von 10 Punkten. Warte, also wirklich gut. 9 von 10 Punkten gebe ich denen, wenn man da reingeht. Ohne Erwartung wird man echt überrascht. Okay, mache ich. Ich werd ihn gucken. Wenn du sagst von 2014, dann könnte der ja wahrscheinlich bei Netflix oder sowas wie Amazon Prime, wird der ja wahrscheinlich einfach zum freien Gucken sein, oder? Könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Who am I? Weißt du was? Ich goggle mal. Also nicht nach dem Film, das will ich nicht. Jetzt habe ich mich hier vertippt. Die Zeit muss jetzt mal sein. Ich gucke erstmal bei Amazon Video. Who am I? Who am I? Wird auch sofort angezeigt. Ja, kann man komplett. Kein System ist sicher. Den meinst du sicher, ne? Hat 4,5 Sterne von 698 Bewertungen. Das klingt schon. Oh, hier mit Benjamin. Benjamin. Haha. Tom Chilling. Schau dir aber keine Reviews an. Nein, mache ich nicht. Ich kann ihn hier bei Amazon sehen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich setze ihn mir sofort auf die Merkliste. Wo ist denn das? Zur Watchlist hinzufügen. Wird erledigt. Versprochen. Ah, ich habe den richtigen Turm erwischt. Hier ist ein weiterer Hinweis. Jetzt muss ich aber erstmal hier kurz den hier. Oh, Scheiße. Oh, der hat mir. Hau drauf, bis er im Arsch ist. Okay, oh, Scheiße.
Und Reviews schaue ich mir immer nur die Spoilerfreien an. Also da, wo Story nicht großartig erklärt wird. Oh, jetzt bei so einer Horde, guckt euch das mal an, ey. Das wäre am Anfang überhaupt nicht möglich gewesen, gegen so viele klarzukommen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Okay, er rennt weg. Es war gerade zwar Zufall, dass ich hier runtergeknallt bin. Oh nein, er hat's gecheckt. Verrecke. Ja, renn mal lieber weg. Deswegen waren so viele da. Ich werde Ihnen diese Geschichte erzählen, damit Sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Aber weil er auch Who Am I heißt, ne, ist es gar nicht so offensichtlich, dass es ein deutscher Film sein soll. Lass mich mal durch. Ich muss in die Richtung. Da, Informant heraus. Fummeln. So, den will ich bestehlen. Hohohohoho. 21 Meter Welten. Ah, hier vorne. Oh nein, falsch. Hier runter. Man hört aber auch echt immer diese Rotzebengel. Diese so. Hier ist ein. Halt, wartet, Alter. Oh, 3 Minuten. Ich habe eine seltsame Bitte, aber vielleicht könnt ihr mir helfen. Euer Ziel ist der Händlerkönig, ich weiß. Aber andere in dieser Stadt sind ebenso skrupellos. Oh. Einige Händler in diesem Viertel verkaufen vergammeltes Fleisch. Das ist frech. Es ist billig im Einkauf und die Gesundheit ihrer Kunden schert sie nicht. Armer Lidl. Einige Kinder sind bereits gestorben. Wir dürfen solcherlei Machenschaften nicht dulden. Wärt ihr bereit, dem ein Ende zu setzen? Ja. Formant, drücke. Ich gehe erstmal zum anderen Stand. Das war aber falsch. Drücke und greife. Oh, scheiße, ich muss erstmal. Aber wenn ich jetzt einfach den dagegen schubse, ist doch der Marktstand auch im Arsch. Jawohl. Kann jetzt mal einer hierher kommen? Liebe Leute, kommt und schaut meine Waren. Ihr werdet es nicht mehr halten. So. Einfach irgendjemand Fremdes da reingeschubst, ist ja auch egal. Muss ich erstmal drauf klarkommen. Danke, Bruder. So. Ihr habt zahllose Leben gerettet. Gerne. Als Dank gebe ich euch einige Informationen, die sich als nützlich erweisen könnten. Ich habe heute früh 2 Diener des Händlerkönigs belauscht und scheinbar haben sie vor seinen Gemächern ein Gerüst vergessen. Benutzt es, um schneller zu ihm zu gelangen. Danke dir. Ein Weg führt hinauf zu den Gemächern des Händlerkönigs. So, wir werden es doch diesmal auch hoffentlich schaffen, den unser Subjekt, das wir killen wollen, lautlos zu killen, ohne dass die ganze Stadt wieder ausrastet. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, der nächste Turm wäre dann hier, ne? Bei der nächsten Bürgerrettungsaktion. Das sollte ja irgendwie mal hier erfunzen. Möge der Allmächtige
Mächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? Ich war's nicht. Ich weiß nicht, wovon er redet. Ach, scheiße, da komme ich so nicht rüber, oder? Wie kann man es nur so anfassen? So, aber. Oh, ist euch etwas ins Auge gefallen? Was tut er denn? Vollgas! Warum tut ihr mir das an? Was habe ich euch getan? Ihr Leben ist verwirrt. Kaputt. Alter, hat er es unterbrochen? Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist besiegelt. So. Ihr habt mich gerettet. Ja. Die Stadt wird von eurem so bin ich. Erfahren. Geiler Typ. Da muss ich auf irgendeinen Turm. Alter, sie, ne? Diese Bettlerweiber, ey. Hä? Das ist so kacke, warum komme ich denn da nicht hoch? Hä, die werden mir angezeigt. Die unterhalten sich anscheinend die ganze Zeit. Gibt's hier irgendwo eine Bank, wo ich mich hinsetzen kann? Nö. Geht weg. Ja, ja. Oh. Warum habt ihr das getan? Oh. Ihr habt gar nicht hingesehen. Alter. Schnell weg hier. Ich frag mich, ob es damals wirklich so krass war mit den Stadtwachen und so. Das weiß ich auch nicht, du. Das weiß ich auch nicht. Hä? Hier muss es doch irgendwo sein. Ich habe jetzt diesen einen Turm übersehen. Naja, gut, aber ich muss ja den Bürger retten. Wo ist denn der? 30 Meter. Irgendwo dahinter. Ah, ihr seid am richtigen Ort. Kann ich hier so langlaufen? Nein. Hä? Aber da ist doch so eine scheiß Flagge. Wie komme ich denn da hin? Okay. Oh, das hätte wehgetan. Ich habe doch nichts Falsches getan. Warum du dir das? Ihr könnt nicht entkommen, Alter. Alter, wie sie ihn schubsen. Wie sie ihn schubsen. Und dafür müssen sie zahlen. Bitte tut mir nichts. Ketzer. Scheiße. Schon wieder nicht. Ich wollte eigentlich aus der Luft angreifen. Alter, was ein Hundesohn. Du jetzt erstmal hier gegen die Wand. Du gegen die Wand. Du gegen die Wand. Du gegen die Wand. Und jetzt einfach auf alles metzen, was hier. Alter! Jetzt werden die sich aber auch wirklich mal beim gegen die Wand schmeißen. Alter! Ja, okay. Er hat ihn selber gekillt. Okay, da ist er hin, komischerweise. War das der letzte? Ja. Ich hoffe es. Deswegen gibt es bestimmt nicht so viele Spiele, die in der Echtzeit spielen, außer FPS-Games jetzt. Allgemein das Leben von der Technologie ist sehr interessant. Ja. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Gerne. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Es ist auf jeden Fall ultra interessant. Wie weit die Technik da wirklich war und was man heute weiß und was man nicht weiß und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Also, was mich am meisten eigentlich interessiert, wenn es um Technologien geht, sind die Pyramiden. Ja? Es ist ja heutzutage, wenn die dann da so hochrechnen, wie viele Bagger da im Einsatz wären, wie viele Tonnen Stein dort bewegt wurden. Und dass das heute halt, wie unglaublich teuer das einfach wäre. Und die haben das also damals angeblich einfach so gemacht, ja. Und
ohne diese krassen mathematischen Fähigkeiten von heute und ach, all so ein Kram. Hör, da komme ich nicht hin. Mal wieder so ein geiler Fehler. Guckt euch das an, da geht's nicht hin. Komme ich nicht hin. Das muss auch klappen. Also, gerade die Ägypter, das finde ich, das ist so ein mega... Oh, von hier kann ich dann irgendwo rein. Mal gucken, ob es dann interessant wird, da reinzugehen. Ägypter sind, finde ich, echt das Interessanteste. Wenn es um Technologien geht. Das könnte mich töten, oder? Nein, Schwein gehabt. Scheiße. Ah, komme ich da hoch? Ja. Ja, und auch die ganzen Fallen und all so ein Gedöns, was in den Pyramiden gefunden wurde. Und auch deren Glaube mit dem Leben nach dem Tod im Totenreich und Gehirn rauslutschen und all so ein Scheiß. Das finde ich schon saumäßig interessant. Das ist etwas, was weiß ich. Ich habe jetzt eine Doku gesehen über die, das müsste die Cheops, oder Cheops wird es ausgesprochen, glaube ich, Pyramide sein. Die ist nicht nur, also hat die 4 Seiten, sondern eigentlich 8 irgendwie. Einmal im Jahr kann man, wenn die Sonne speziell da drauf fällt, sehen, dass jede Seite in sich nochmal so geht. Also so hausdachmäßig nach innen. Und da wirft ihr dann ganz, ganz krasse, so ganz, ganz krasse Schatten. Und also da frage ich mich echt, wie konnte man sowas errechnen mit so krassen riesen Sandsteinen, die dann auch noch über hunderte von Kilometern durch die Gegend chauffiert wurden. Also das ist echt alles für mich so... Da muss doch was von außen kommen. Und es gibt auch so eine krasse Linie, die über den Planeten geht, zu Pyramiden der Mayas, also in Amerika, über Ägypten und so weiter. Aber auch irgendwas, war es Neuseeland oder die Osterinseln oder ich bringe gerade alles durcheinander, ist egal. Aber da gibt es halt sau viel, die ziehen so eine Linie über den ganzen Globus. Und das konnten die Menschen ja damals noch gar nicht wissen, weil sie nicht wussten, dass die Was wollt ihr von mir? Dass die Welt so groß ist, ja, und da war Amerika ja noch gar nicht entdeckt und die Ägypter wussten nichts von dem Kontinent Amerikas. Ach, voll irre. Echt total irre. Na, noch ein Stück näher ran. So, maximale Messe erreicht. So, ja, wo ist denn dann... Hier ist die nächste Bürgerinitiative. Ja, Mythologie und so, ne? Ja, Mythologie und so, ne? Stehe ich echt total drauf. Finde ich mega geil. Auch dieser ganze Glaube von denen, wie gesagt, dieses mit das, was Skarabäen da für eine Dings, also Wichtigkeit hatten. Das Anbeten von Katzen. Alleine auch im neuen X-Men, für den Fall, dass du den gesehen hast, Apokalypse hieß er, glaube ich, wie krass das war, wie das dargestellt wurde, dass möglicherweise Mutanten die Herrscher der Ägypter waren und so. Das ist sehr, sehr cool. So, jetzt habe ich mal einen schneller erledigt. So. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Meine Güte, was ist denn hier passiert? Es auch immer steht Taste 4, ne? Einfach nur, weil die Xbox-Controller damals nicht so für den PC gedacht waren. So, wir machen jetzt einfach die Aussichtstürme fertig. Anders funktioniert das hier nicht. Es tut mir leid. Ich muss jetzt die ganze Stadt entdecken. Das nimmt natürlich extrem viel Zeit gerade in Anspruch. Merke ich ja selber auch. Ja, tolle Wurst. Was machen wir denn hier? Yep. Komme ich nicht hoch? Da vorne komme ich hoch. Nee, du sollst da hoch. Ja, toll, nehmen wir halt die Leiter. Eine milde Gabe, bitte. Muss ich schon wieder über dieses fette Markthaus laufen? Hallo, kommst du da nicht hoch? Jetzt. Jetzt endet dein Leben. Du Pisser. Ja.
Da ist er down. Frage ist natürlich, wie ich da hochkomme. Ohne zu krepieren. Da vorne. Wer hat gesehen, was hier geschah? Macht Platz, ach, Ungläubiger. Oh, Scheiße. Ich brauch das andere Messer, aber das hier fährt schneller. Und er hat gefetzt. Oh, Ragdoll. Kann manchmal cool aussehen, muss aber nicht immer. Oh, Scheiße. Bei dem Dolch muss man echt viel genauer timen, um das Blocken hinzukriegen. So, wo komme ich jetzt hoch? Ah, da. So. Ach ja. Ja, da geht's weiter hoch. Es geht mir ja auch echt so, ne? Im echten Leben, wenn irgendwo so ein paar Steine irgendwo weggebrochen sind, dann denke ich auch immer an Assassin's Creed. Gottloser Heide! Jetzt hier, über die kaputte Brüstung. Und zack, und zack. Haben die jetzt sogar hier oben Wachen? Ich raste aus. Man kann ja nicht mal in Ruhe sich die Stadt angucken. Aber es spielt gerade so viel hier um dieses große Markthaus. Ich könnte mir vorstellen, dass da dann der Killer ist später mal. Ah, seht ihr, habt das nächste erreicht. Dann müsste ich ja jetzt bald alle drei Sachen haben, oder? Hier, Taschendiebstahl muss ich begehen. Oh, das kann ich ja gar nicht gut. Hä, warum? Das würde zum Beispiel auch beim neueren Assassin's Creed einfach funktionieren. Man springt gegen eine Leiter und man kann daran hochgehen. So, wo ist das? Oh, der ist sogar in der Markthalle. Oder was? Also hier hoch, da hatte ich doch irgendwo einen Eingang gesehen. Ich hätte auch einfach irgendwo reingehen können. So, irgendwo hier muss ich einen Taschendiebstahl begehen. Wo ist der? 5 Meter? Wie lange muss ich das noch ertragen? Ich kann ihn nicht erfassen. So. Gut, dass ihr gekommen seid. Es ist mir eine Ehre. Was benötigt ihr? Der Brief, den ich euch gab, muss in Salah al-Dins Lager gebracht werden. Sucht nach dem, den sie Hisham nennen. Er wird euch helfen. Aber erzählt keinem anderen davon. Niemand wird es erfahren. Dann ist unser Gespräch beendet. Oh, Scheiße. Ach, fuck. Ja, dann bekämpfe ich euch halt erstmal. Die sind viel besser gepanzert, die brauchen viel länger. Das ist echt ärgerlich. Aber ich brauche endlich mein stärkeres Schwert. Ich will jetzt Köpfe rollen sehen. Ja, die Moves sind schon geil. Also haben eine geile Choreografie, das muss ich ja schon sagen. Dadurch, also das Kampfsystem ist wirklich sehr, sehr statisch. Oh, steck das weg, du Feuer.
Ich kill dich. Rennt der jetzt zurück? Wo bist du? Ich bin gerade gewesen. Vorsichtiger zu sein. Runtertauchen. Oh, du blöder Pisser! Oh. Ja, der nächste. Wie viele Leichen müssen denn hier noch gepflastert werden, um diesen blöden Taschendiebstahl abzuschließen? Ich will, dass du hier hochgehst. Kamera, dreh dich. Spring! Warum springt er denn nicht? So springt er. Du wirst mir nicht entkommen. Diesmal verfolge ich ein bisschen länger. Oh, das gibt's echt nicht. Ich habe so viel Pech hier gerade. So, jetzt haben die sogar eine Leiche direkt da vor Ort. Bei einem Taschendiebstahl. So. So, noch ein paar Messer. Warum kann ich den denn nicht auch einfach umbringen? Alles ist leichter mit Mord. Wer könnte das getan haben? Wer könnte das getan haben? Schämt ihr euch denn nicht? Ja, ja, heul nicht rum. Was? Wer hat das getan? Sagt es mir. Ich gehe jetzt gerade als gläubiger Mönch einfach vorbei. Verfolge weiter mein Ziel. Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? Er weiß, dass ich ihn verfolge. Müssen wir rüber drehen, die Kamera. Ich darf das Sneaky-Beaky-Dings nicht loslassen, weil es oben rot ist. Nee, Sneaky-Beaky-like vorgehen. Ja, mach ich doch jetzt. Aber es ist immer noch rot. Es blinkt rot. Sobald ich mein Beten hier loslasse, rasten die Leute schon wieder aus. Jetzt vorbei. Alter, das darf nicht wahr sein. Die gehen mir so auf den Sack, echt. Okay, hier ist ein guter Platz zum Sterben für euch. So, wenn mich jetzt jemand packt, dann benutze ich auch mal das Blocken. Hier schon wieder, das zweite Mal. Brauchst du mal noch, na? Ah, das kann ich aber nicht blocken. Das kann ich dagegen sehr einfach blocken. Halt dein Maul.
Ich hab doch geblockt. Ach, Ende. So, jetzt wieder. Also jetzt habe ich ja die ganze Aufmerksamkeit hierher gezogen. Jetzt sag nicht, ich komme da nicht rein. Das ist doch nicht wahr. Oh nein. Wie oft muss ich denn hier noch kämpfen? Ich hab doch geblockt, nein. Ihr blöden Arschlöch. Yeah. Hau bloß ab, du. So, weiter geht's. Neuer Versuch, Diebstahl. Kann doch echt nicht wahr sein. Hä? Oh, einen von der Palme wedeln. So. Ich hab's. Oh, und das so billig. So billig. Händlerkönig in seinem Palast ein Fest abhalten. Toll. Das war's? Alter. So, nochmal ein paar Messer mitgenommen. Ah, da ist noch ein Turm gleich in der Nähe. Wenn, dann sollte ich den gleich Schmied nehmen. Nehmen wir den noch mit. Und da drüben den, also ich zeige gerade mit dem Finger auf dem Monitor, den nehmen wir auch noch mit auf den Weg dahin. Ein bisschen Geld, bitte. Weil wir haben ja gesehen, was, also dass es von Vorteil ist, die ganze Stadt offen zu legen. Oh, da muss ich anders hüpfen. Da muss ich hier über die Mitte hüpfen. So. Da geht's aber nicht weiter. Das ist schlecht. Zurück. Hep. Hep. Ich glaube, alle 10 Flaggen gibt's da auch was, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich sag nicht, ich muss da oben irgendwo drauf. Oder wird das hier später der Palast sein, wo ich sowieso hin muss? Ach, leck mich doch. Da komme ich nicht weiter. Ja, das ist natürlich scheiße, ne, wenn man in so einer Klettersackgasse ist. Oh, fuck. Aber hier komme ich auch nicht weiter. Hier ist überall Wasser. Kacke. Ah, fuck. Da oben ist aber der Turm. Da muss ich hin. Mal gucken. Hinfort, du Wicht. Ja, kacke, da hat irgendjemand was. So weit wollte ich mich fallen lassen. Oh, scheiße. Wo war denn der Typ gerade? Ah, da hinten? Oh, ich raste aus, ey. Also der Diebstahl war jetzt gerade echt total lächerlich. Da geht's auch nicht weiter. Hier könnte ich hochlaufen. Jo. Aber das ist auch Quatsch. Irgendwo einen Weg nach oben weiterfinden. Irgendwo müssen ja auch die Wachen hochkommen. Das kann ja wohl nicht sein, dass hier nirgendwo ein Dings ist. Eine Leiter. Wo kommen denn bitte die Wachen auf die Dächer? Das muss man mir jetzt aber auch mal erklären. Hier komme ich hoch. Auch nicht. Warum kann denn der da nicht weiterspringen? Lass los, Pimmelkopf.
Das kann doch echt nicht wahr sein. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Na endlich. Es ist euch nicht erlaubt, hier zu sein. So, Fresse auf dem Bordstein. Fresse. Ah, diesmal hat nicht Bordstein. Wahrscheinlich werde ich über dieses Gerüst später. Wahrscheinlich muss ich genau hier hin. Das sieht nämlich genauso aus wie so ein Palast, den man, wo eine Party gegeben werden könnte. Ich breche jetzt schon ab, wenn ich hier wieder her muss. Oh, ich habe da noch was. Was ist das denn für ein Zeichen? Informantenherausforderung. Attentat. Ja, warum denn nicht? Junge, ist nicht gesund, so zu schlafen. Da komme ich auch nicht runter. Scheiße. Ah, das hier sieht doch ganz okay aus. Nicht so hoch. Halt dich doch fest! Oh! Oh. Sehr geil. Was stimmt denn nicht mit ihm? Hallo, da kannst du aber wohl nicht. Oh, so noch mal, nein. Da. Hallo? Altair, mein Altair. Freund. Altair, das ist so lange her. Habt ihr von Ada gehört, seit ihr Nein. Nein, nein, nein. Wie traurig. Ja, tut mir leid. Sicher werdet ihr sie eines Tages finden. Ich hörte, dass eine Feder auf Abul Nukuts Kopf liegt. Vielleicht kann ich helfen. Aber ich habe selber einen Auftrag. Ich habe 4 Ziele, die ich vor Mittag eliminieren muss. Na ja, natürlich 4, ja. Hm. Sollen wir zusammenarbeiten wie früher? Arbeit. 2 für mich, 2 für euch? Ja. Es sind Abul Nukuts persönliche Wachen. Ihr werdet sie schnell erspähen. Du kannst auf die Karte gucken. Es wird mir aber nicht angezeigt, wo das Ziel ist. Doch, jetzt 36 Meter, 33 Meter. Ich versuch's von oben. Nein, geht nicht. Nur ein paar Minuten. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Bitte, eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Meine Familie ist... Okay, der ist hin. Fehlgeschlagen, tauchen sie unter. Och, nee, nee, nee. Weil die anderen das mitgekriegt haben, das ist doch kacke. Oh. Und hier verstecke ich mich. Na? Guckt's euch an. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Geil wäre es, wenn man einfach jetzt jemanden reinziehen könnte. Und zack, weg wäre er. Ich will noch dieses Attentat machen, weil es ja echt von Vorteil ist, wenn die persönlichen Wachen von dem Heini im Arsch sind. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Oh, nicht du schon wieder. Ja, da ist er. So. Eine kleine Spende. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte, geht. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld. Ich habe wonach ihr sucht. Wo ist der andere, verdammt?
Kurz auf die Karte. Wie weit muss ich noch? 40 Meter. Oh, Flagge. Hallo, Flagge. Ja. Elender Lump. Nein. Nein. Nur weil da ein Templer steht. Ah, immer derselbe Move, oder was? Danke sehr, Watson. Auch wenn es halt nicht so mainstreamig ist. Haha, doppeltes Wortspiel. Horrorspiel wird kommen, keine Sorge. Ihr wollt ja alle sehen, wie ich mich live erschrecke und euch dann daran ergötzen. So, ich hoffe, jetzt kommt nichts dazwischen, dass ich jetzt endlich mal die alle killen kann. Ja, genau, damit die Zuschauer was zu lachen haben, sage ich doch. Nee, keine Sorge wird kommen. Ich denke, dass Outcast wirklich sehr, sehr gruselig ist. Und ich glaube, dass das wird dann fetzen. Ich glaube sogar mehr als Resident Evil. So, der ist hin. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte, geh. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Alter, hau jetzt ab. Nein, ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld. Den verfolge ich noch ein Stück, damit ich der einen Wache aus dem Weg gehe. Muss ich nur noch zu den Typen zurück. Verflucht den englischen König und sein Heer von Ungläubigen. Sie handeln gegen den Willen Gottes. Und dafür müssen sie zahlen. Nee, da noch nicht. Nächste Gasse rein, ne? Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hoch. War das großartig. Endlich, genau wie in Aleppo, erinnert ihr euch? Jo, Aleppo! Hier ist etwas, das eine der Leibwachen des Wesirs bei sich trug. Ich glaube, es ist eine Karte mit den Positionen seiner Wachen. Sicher wird das bei eurer Mission helfen. Wenn ihr wieder in Damaskus macht also, seid, kommt mich besuchen. Macht also meine Tür steht euch Sinn, immer offen. Mehr Missionen zu machen. Mit euch, mein Freund. Vielleicht schaffe ich es ja so. Vielleicht schaffe ich es ja so auch mal Sneaky Beaky echt so eine Endmission zu machen. So, es sollte jetzt dann aber auch echt mal langsam genug sein. Es geht mir echt auf den Zeiger. Immer denselben Rotz zu machen. Nein, geht nicht. Schon wieder irgendwo ein Turm, den ich noch nicht habe. Aber da darf ich noch gar nicht rein. Haha. Weggepumpt habe ich den. So. Runter mit dir. So. Friede sei mit euch. Wie kann ich mit euch? Ich habe alles erfahren, was ich über mein Opfer wissen muss. Mein Gott. Dann müsst ihr euer Wissen mit mir teilen. Abul Nukut ist korrupt und verachtet seine Mitbürger. Er hat wohl Gelder veruntreut, die für das Volk von Damaskus bestimmt waren und sie für sich selbst verwendet. Just in diesem Moment protzt er mit seiner Gier und bereitet ein ausschweifendes Fest vor. Seine Wachen und Diener werden mit den Gästen beschäftigt sein und nicht einmal merken, dass ich dort bin. Sehr beeindruckend, mein Freund. Die anderen sagten, ihr würdet es verderben, aber nicht ich. Nein, ich war sicher, dass ihr zu ihm durchdringen würdet. Und das seid ihr. Meine Gemächer sind die euren, bis ihr bereit seid, zuzuschlagen. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, dann wollen wir mal töten. Attentat auf Händlerkönig, wenn er bei seinem Fest herauskommt, um zu seinen Leuten zu sprechen. Nachforschung beendet. So. Wieder 200 bekackte Meter laufen.
Hier ist aber noch eine Mission, da. Angeber. Ah, scheiße, ich bin schon aufgefallen. Nur weil ich da oben auf dem Brett saß. Los, greif doch mal an. Jetzt greif doch endlich mal an, damit ich kontern kann. Ich will einen Kopf fliegen sehen. Oder ging das in dem Teil gar nicht? War das im Teil danach, dass der brutaler wurde? Oh scheiße, nicht im rechten Moment gekontert. Jetzt. Gut, dass ihr gerade vorbei. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ja, aber dabei bist du so hässlich. Wer hat das getan? Ja, wenn so ein Teil unterwegs ist, das muss man einfach mitnehmen. Umso mehr Zündspalten kriegt man. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Wo komme ich hoch? Da nicht, oder? Da komme ich nicht hoch. Fuck. Da kommen Typen. Ich stelle mich hier einfach in die Ecke, dass sie mich nicht sehen. Mal gucken, ob das klappt. Ach, da gehen sie schon wieder weg. So. Da oben ist er, oder was? Ja. Willkommen, willkommen. Danke, dass ihr heute meine Gäste seid. Bitte esst, trinkt und genießt die Annehmlichkeiten, die ich euch biete. Lasst euch Zeit, ich warte. Ich denke, alles ist zu eurer Zufriedenheit. Gut, gut. Es freut mich, euch alle so glücklich zu sehen. Was hat er in seinem Gesicht? Es sind dunkle Tage, meine Freunde. Und wir müssen unser Glück genießen, solange wir können. Der Krieg droht uns alle zu verschlingen. Salah al-Din streitet tapfer für seinen Glauben und ihr seid immer da, um ihm zweifellos beizustehen. Eure Großzügigkeit erlaubt ihm, seine Kampagne fortzusetzen. Einen Trinkspruch also. Auf euch, meine Freunde. Ihr habt uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Mögt ihr die angemessene Belohnung dafür erhalten. Solche Freundlichkeit, ich habe sie nicht erwartet. Ihr, die ihr so schnell über mich gerichtet habt und auch so hart. Oh, tut nicht so unwissend, haltet ihr mich für einen Narren? Dass ich nicht höre, was ihr hinter meinem Rücken redet? Doch, ich höre.
und ich glaube, dass ich es niemals vergessen kann. Aber darum habe ich euch heute nicht gerufen. Nein. Ich wünsche mehr von diesem Krieg zu reden und eurer Rolle. Ihr gebt euer Geld so schnell, obwohl ihr genau wisst, dass es den Tod Tausender bezahlt. Ihr wisst nicht mal, warum wir kämpfen. Für das heilige Land, sagt ihr. Oder wegen der bösen Vorhaben unserer Feinde. Aber das sind Dinge, mit denen ihr euch selbst belügt. Nein, all dies Leid wird geboren aus Angst und Hass. Es stört euch, dass sie anders sind. Und es stört euch, dass ich anders bin. Mitleid, Gnade, Toleranz. Diese Worte bedeuten euch allen gar nichts. Komm ich denn da hin? Sie bedeuten den ungläubigen Eroberern nichts, die unser Land auf der Suche nach Gold und Ruhm plündern. Kann er gar nicht weg. Also sage ich, genug! Ich habe mich einer anderen Sache verpflichtet. Einer, die uns eine neue Welt bescheren wird, in der alle Völker Seite an Seite nebeneinander leben, in Frieden. Schade, dass es keiner von euch erleben wird. Jetzt will ich hier aber langsam mal weg, hallo? Ich kann hier nicht raus. Tötet jeden, der zu entkommen sucht. Jetzt endet dein Leben. Bleib stehen! Ihr könnt nicht entkommen! Ich kenne diese Stadt sehr gut. Ich werde dich finden. Ja. Hoch, hoch, hoch. Sehr ärgerlich. Ich hätte wahrscheinlich auch anders reinkommen können in diese Mission. Ja, da habe ich ihn. Ruht in Frieden. Ihre Worte können nun keinen Schaden mehr anrichten. Warum habt ihr das getan? Ihr nahmt Geld von jenen, die ihr angeblich führt. Gabt es für einen unbekannten Zweck. Ich möchte wissen, wohin es ging und warum. Seht mich an. Meine Existenz ist eine Beleidigung für mein Volk. Und diese edlen Gewänder vermögen ihre Schmährufe kaum zu dämpfen. Also geht es euch um Rache? Nein, nicht um Rache. Um mein Gewissen. Wie könnte ich einen Krieg im Namen des Gottes finanzieren, der mich eine Abscheulichkeit schimpft? Wenn ihr nicht Salah al-Din dient, wem dann? Ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Vielleicht wisst ihr es auch bereits. Warum versteckt ihr euch? Wozu diese Gräueltaten? Sind sie so verschieden von dem, was ihr tut? Ihr nehmt die Leben von Männern und Frauen, überzeugt, dass ihr Tod den Massen derer dient, die überleben. Ein kleines Übel für das große Gute. Wir ähneln uns sehr. Nein, wir ähneln uns nicht. Ah, aber ich sehe es in euren Augen. Ihr zweifelt. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Wir werden die neue Welt erschaffen. Da wollte ich gar nicht hin. Alter. Jetzt rastet er aber voll aus. Halt doch fest. Oh, er hält sich nicht fest. Oh, ich raste aus. Oh. Leitern sind eine akzeptable Art, Dächer. Danke. Okay.
Hä, jetzt ist hier zu. Okay, dann sollte ich vielleicht doch erstmal hier die ersten wegklatschen. Hallo? Oh. Okay. So, der nächste bitte. Der nächste bitte. Ich schub sie jetzt alle einfach gegen die Wand. Der nächste bitte. Der nächste bitte. Der nächste bitte. Oh, danke. Alter. Alter. Scheiße. Da sind so viele. Ich muss locker hinter den lang. Wie komme ich da raus? Da hinten. Hier schnell hoch. Fuck. Also manchmal spinnt die Kamera echt bei diesem alten Teil wie Sau. Danke dir. So, noch schnell mit der reden. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde euch mein... Bei der verstehe ich es ja sogar. Ah, fuck. Weg, 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 du schaffst das. So, da sind die ganzen Spinner, die sollen jetzt verschwinden. Alter, sind das viele Wachen. So mit leiser ermorden, es klappt einfach nicht. Die Kunde eures Erfolges kam mir zu Ohren. Abul Nukuls Tyrannei wurde beendet. Schön, das zu hören. Er tötete sie, die Männer und Frauen auf seinem Fest. Es war Gift, die Waffe eines Feiglings. Oh. Er gab ihnen die Schuld für den Krieg und sagte, er würde ihn beenden. Merkwürdig. Allerdings war der Händlerkönig bekannt dafür, ein wenig anders zu sein. Vielleicht war es nur ein Symptom seines Wahns. Vielleicht.
Ihr scheint zu zweifeln. Sprecht mit Al-Mualim. Er mag eine bessere Erklärung liefern. Ja, ich werde hören, was er zu sagen hat. So, ich muss ganz kurz antworten. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So. Ja, vorspulen. Auf zu meinem Obermacker. Benutzen Sie die geretteten Gelehrten, um unbemerkt in Bewaffnung. Kommt, Altair. Sprecht mit mir. Wie ihr wünscht. Die Kunde eures Erfolges ist zu mir gedrungen. Ihr habt meinen Dank und den des Reiches. Die Städte von ihren korrupten Führern zu befreien, wird dem Frieden sicher dienlich sein. Seid ihr dessen so sicher? Die Art, wie Männer herrschen, spiegelt sich in den Beherrschten wider. Als ihr die Städte von Korruption befreit habt, habt ihr auch die Herzen und Gemüter des Volkes befreit. Unsere Feinde würden widersprechen. Was meint ihr? Jeder, den ich erschlug, berichtete mir merkwürdige Dinge. Sie zeigen keine Reue. Auch im Tode scheinen sie an ihren Sieg zu glauben. Auch wenn sie es nicht direkt zugaben, sie standen alle in Verbindung. Ich bin ganz sicher. Es ist ein Unterschied zwischen dem, was man uns als Wahrheit verkauft, und dem, was wir als wahr erkennen. Die meisten kümmert dieser Unterschied nicht. So ist es einfacher. Aber als Assassine liegt es in eurer Natur, ihn zu bemerken, ihn zu hinterfragen. Was ist es, das diese Männer verbindet? Ah, aber als Assassine ist es eure Pflicht, diese Bedenken zu verwerfen und eurem Meister zu vertrauen. Denn es kann keinen Frieden geben ohne Ordnung. Und Ordnung erfordert Autorität. Ihr sprecht in Rätseln, Meister. Ihr empfehlt mir, aufmerksam zu sein und bittet mich dann, davon abzusehen. Was von beiden? Die Frage ist dann beantwortet, wenn ihr sie nicht länger zu stellen braucht. Ihr ließt mich wohl nicht nur für eine Lektion herrufen. Nun gut. Ein weiterer Rang und eine Waffe werden euch zurückgegeben. Zwei Führer sind noch übrig. Geht und sorgt dafür, dass ihre Herrschaft endet. Es sind nur noch zwei Führer übrig? Was habe ich denn falsch gemacht? Hä? Verstehe ich nicht. Ich dachte, das sind neun. Naja. Balance halten, ausweichen, neue Fähigkeit, Schwertmeister. Oh, mehr Schaden. Jetzt kann ich, glaube ich, dann auch Körper abpacken. So, das wollen wir jetzt mal sehen. Jetzt quatscht er mich wieder zu. Hey, wo bin ich? Zeig mir. Alter, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz. Immer das Gleiche. Eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Nein. Okay, was muss ich machen? Um einen Angriff auszuweichen, können einen normalen Angriff folgen lassen. Okay. Richtig. Ja, eines Meisters. Okay. Aber ich will ja. Und so meine Schüler. Ich will ja eigentlich gar nicht ausweichen. Ich will ja Konter nutzen. Ja, aber jetzt bin ich ja angeblich stärker. Ja, danke. Also ein Tutorial fehlt mir noch, dann habe ich alles erledigt, was er kann. Ich verstehe. So. Hoffentlich mache ich es jetzt richtig mit der Schnellreisefunktion. Ah ja, hier. Arkon, Jerusalem. Gehen wir nach Arkon, alles nacheinander. Umland gleich ins Büro, wir wollen Zeit sparen. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Natürlich. Sind wir gleich hier im Büro? Rafi. Ah. Die Kunde eurer Taten verbreitet sich schnell. Anscheinend seid ihr aufrichtig bemüht, euch reinzuwaschen. Ich tue, was ich kann. Und manches Mal gelingt es. Arkon war diese Ritterstadt. Mich dünkt, es ist euer Auftrag, der uns zusammenführt. Ja, Wilhelm von Montferrat heißt das. Wilhelm, den wollte ich auch. Den machen wir heute auch noch. Mäff, einfach nur Mäff, hi Mäff. Dies gilt vielen als wunderlich, bedenkt man den Zwist zwischen Richard und Wilhelms Sohn Konrad. Ich dagegen halte es für sehr weise. Weise? Weshalb? Richard und Konrad sind in vielerlei Dingen nicht eins. Obwohl sie sich zivilisiert benehmen, heißt es... Zwei Kills brauche ich wohl noch. Dann müsste es das gewesen sein. Den gefangenen Sarazenen aus Akkon. So ist Konrad nach Tyros zurückgekehrt und Richard hat Wilhelm genötigt, hier als sein Gast zu verweilen.
Ihr meint als Geisel. Wie ihr es auch nennt. Seine Anwesenheit sollte helfen, Konrad im Zaum zu halten. Ich habe mich nie für Politik interessiert. Na. Aber ihr seid euch bewusst, dass eure Taten die Zukunft des Landes beeinflussen. Auch ihr seid ein Politiker. Auf eure Weise. Wie ihr es sagt. Ich bin ein harter Politiker. Wo soll ich mit der Suche beginnen? In Richards Zitadelle, südwestlich. Oder eher auf dem Markt davor. In dieser Richtung liegt auch die Heiligkreuzkathedrale. Gut, südwestlich. Ein beliebter Ort mit sehr vielen redseligen Bürgern. Also wieder, es sind wieder die drei Möglichkeiten. Hören, bedrohen. Also diesmal gehen wir vollgas. Ich habe echt keinen Bock auf Zusatz. Ich will dieses Spiel einfach nur durchrotzen. So langsam, ne, kommt nämlich diese Monotonie, weswegen ich den ersten Teil auch nicht so gut fand. So, wir müssen südwestlich, hier hin. Da müssen wir irgendwo hin. Würde ich sagen. Ach, scheiße, bin ich blöd. Südwestlich hier. Nehmen wir wieder die Aussichtstürme mit auf dem Weg dahin. Klar, als allererstes gehe ich nordwestlich, ich Vollhorst. Oh, da will ich nicht rein. Oh. Wo ist denn der Turm, auf dem ich stehen muss? Ach, Mensch, da bin ich gleich in der Nähe. Oh, hier, da gibt es schon gleich jemanden, den man killen kann. Schleichen wir uns so rum. Schönen guten Tag. Mein Name ist Vendetta. Gute Nacht. Und gehen wir hier gleich hoch. Dann können wir nämlich auch gleich sehen, ob das Gebiet noch großartig weiter erkundet werden muss. Hier, da sieht man es ja. Dieses Blaue ist nicht erkundet. Jetzt gucken wir uns das mal an und erkunden das. Und sowas gab es, wie gesagt, in Assassin's Creed 2 auch. Und dort war es so, dass das dann einfach mal ein DLC war. Hallo? Was war denn das? Wie geil ist das denn? Ich liege jetzt hier und bin im Arsch. Ich liege hier... Wie geil ist das denn, bitte? Dieses Spiel ist leider voller Fehler, teilweise, echt. Oh Mann. Aber ich meine, teilweise sind die Spiele deswegen nicht besser geworden. So, jetzt, der Aussichtspunkt wurde gesaved, gut. Schön. Hierhin, der nächste. Alle 36 Meter, na, großartig. Ach, scheiße. Ja, ich bin die... Kannst auch die Rache Gottes bleiben. Und 1, 2, 3, 4, 5. Tempelritter. 60 Stück gibt's komplett hier in der ganzen, also in der, auf der ganzen Map oder was. Also allgemein. Hier sind auch nicht solche geheimen Zeichen. Mir ist so, dass es geheime Zeichen gibt. Oh, dahinter. Oh, ho, ho. Nein, nein, nicht wieder sterben. Oh. Ah, so dumm. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Oh, egal, tot ist tot, oder? Subjekt hat momentan keinen Zugriff auf Erinnerung. Das ist geil. Das ist so geil. So, weil ich direkt hier an dieser scheiß Wand hänge und zack, hole ich mir die Erinnerung. Oder darf ich da wirklich nicht hin in diesem Bereich? Bin ich deswegen auch gestorben, weil ich gesprungen bin? Da vorne ist es. Jetzt klappt's. Bewegung! Vorsicht jetzt! So, jetzt wollen wir mal gucken, ob ich stärker bin. Nee, das ist immer noch der gleiche Move. Auch immer noch kein Kopf, der abfliegt. Alter, wie viele wollen denn hier noch kommen?
Ja, die sind so gut gepanzert, die brauchen voll viele Schläge. So. Sie müssen anonym sein. Okay, ich bleib mal anonym. Ich sah das Böse in ihren Augen. Dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber macht meine nichts. Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Sie ist nicht so ganz die Hellste, ne? So. Da vorne, ich muss wieder einen Taschendiebstahl machen. Und wenn ich was nicht kann, dann ist es Taschendiebstahl. Bei den Typen da drinnen denke ich nicht, oder? Das war doch das, wo der Doktor war. Oh Mann, wo ist denn der Taschendiebstahl? Oder muss ich doch da rein? Ich muss da rein. Fuck. Hä? Ist der des Wahnsinns? Hallo? So, hoch mit dir. Hoch. Hoch mit dir, danke. Alter. Was soll ich denn hier klauen? Oh. Bin zu nah dran. Oh, ich bin immer noch zu nah dran. Man lässt euch kommen und gehen, wie es euch beliebt. Ich dachte, niemand hätte Zugang zur Festung. Für wahr, aber Wilhelm will die Instandsetzung so bald als möglich beendet sehen, was uns als Vorteil dient. Eine ideale Deckung. Sehr gerissen. Mal gucken, ob das jetzt wieder so schnell klappt wie der andere. Diebstahl. Endlich entwickelt sich die Lage zu unseren Gunsten und nicht von uns. Indem ich einfach gar nicht warte. Nun, die Bibel sagt schließlich, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, das stimmt nicht. Das stammt aus Aesops Fabel. Die Bibel sagt in der Tat meist das Gegenteil. Vieles dreht sich darum, Geduld zu haben und abzuwarten, bis der Herr sich entscheidet, ob er zu helfen wünscht. Egal, ich sage, wir haben lange genug gewartet. Dem werde ich nicht widersprechen. Also gut, ich bin weg. Okay, das hat nicht geklappt. Oh, scheiße. Okay, also mit der schnellen Variante hat es nicht geklappt. Das wird böse enden. Okay, hier sind überall Typen. Machen wir es mal mit den Dolchen. Mal gucken, ob ich damit schneller bin. So. Aber hier, die blocken alle die Hundesöhne. Ich werfe jetzt immer diese kleinen Wurfmesser aus Versehen, weil ich diesen Dolch habe. Na los, komm. Den hier schmeiße ich jetzt einfach mal ins Gitter hier. Boom. Und nochmal eine ganze Horde oder was? Jetzt nehmen wir mal das größere Messer. Das dauert mir zu lang. Auch hier rein in den Turmburg. Oh, fuck. Mit dir auch nochmal in den Haufen da, wo schon so viele liegen. Wie ist es denn bei dir so? Ja, was soll ich sagen, ne? Läuft, also...
Bin ein bisschen müde, weil ich heute sehr, sehr früh aufstehen musste, aber wollte jetzt auch noch nicht gleich schlafen gehen, das wäre blöd gewesen. Und ja, so ist es bei mir gerade. Aber wo geht der Typ lang? Du blöde Sau! Klappt schon wieder nicht. Ah, fuck! Oh, da komme ich nicht hoch. Wachen! So, wie wird denn der reaktiviert? Ging eigentlich an Watson, freue ich mich zu hören. Ach so, Mensch, ja, Watson ist leider schon los. Es ist heute nicht viel hier Community-mäßig unterwegs, weil, naja, mitten in der Woche, ne, Montag. So, jetzt versuche ich das anders. So, er steht. Okay, weiter. Bleibt schon wieder stehen. So, hab's. Mein Gott. Die vergessene Struktur könnte ein möglicher Blablabla sein. Okay. So, wo muss ich jetzt hin? Am besten ja weiter, aber hier ist noch ein Turm. Wie komme ich denn zu diesem blöden Aussichtsturm? Das war ja hier oben. Da war ich ja erst gar nicht falsch. Aber ich mache das Ding auch einfach nur, weil ich halt dieses Spiel gerne auf meiner Agenda endlich fertig haben möchte. Weißt du? Das ist so... ich möchte dieses Spiel endlich im Livestream haben. Das wollte ich schon, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren, also nicht im Livestream, allgemein als Let's Play. Und warum soll ich es dann nicht auch gleich einfach als Livestream machen, Mav? Weil damit wenigstens noch so ein bisschen Kommunikation und Interaktion zwischendurch stattfindet. Hey, du streamst noch, musst du nur kurz meine Schwester von der Schule abholen. Ach Mensch, fährst du jetzt schon Auto? Du bist doch schon über 16, oder nicht? Das ist ja krass, Watson. Und wie ist das überhaupt? Das muss ich echt mal fragen. Wie ist das, wenn man mit 16 in Amiland den Führerschein macht und kommt dann nach Deutschland? Dann darf man ja nicht mit 16 fahren, ne? Und wird dann der Führerschein direkt mit 18 einfach so anerkannt? Muss man dafür irgendeine Nachschulung machen? Weißt du, was ich meine? Also, das wären jetzt noch so Fragen, die mich echt interessieren würde. Wolltest du dann auch... Ja, ich wollte eigentlich alle machen, Mav. Ich wollte echt alle Teile machen. Nur, naja, die Leute schreien aber auch immer mehr danach, ich soll jetzt auch mal ein Horrorspiel machen. Und ich habe auch echt Bock, ein Horrorspiel zu machen. Und ich glaube, nach Assassin's Creed 1 brauche ich erstmal eine Pause, ein Spiel dazwischen, bevor ich dann an Assassin's Creed 2 gehe. Ich selber habe 1 und 2... 1 und 2 selber gespielt. Oh. 1 und 2 habe ich schon gespielt und Teil 3 ist halt der mich am meisten reizt, weil ich den noch gar nicht kenne. So, ich muss irgendwie da hoch. 18, ja schon, seit ein paar Monaten. Ach so, Watson. Mensch. Weißt du, überleg mal. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. So, ich vergesse das immer. Es tut mir leid. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal, dass ich über 18 bin, dann ist es kein Problem. Ja, kann sein. Scheiße, da komme ich nicht weiter. Versuchen wir hier hochzukommen. Outlast, ja, ich habe Outlast 1. Ne? Ich würde auch erstmal das spielen, weil ich bereue es langsam, dass ich immer so viele Spiele kaufe, die ich sowieso nicht daddel. Da komme ich nicht hoch. Komme ich da und... Irgendwo muss ich doch hier langkommen.
Hä? Ich komme da nicht hoch. Was soll denn das? Kannst du hier nicht einfach so weiterklettern? Nee. Scheiße, ich sehe es gerade. Da. Ich glaube, angefangen deine Videos zu schauen, als ich 12... Du, das kann echt wirklich sein. Deswegen habe ich sowas auch immer noch im Kopf, weißt du? So. Der Lütte Neffe von Ponne. Es tut mir leid, es geht nicht raus, aber es gibt, wie erkläre ich das jetzt? Es gibt zum Beispiel eine Cousine von einer Freundin von mir. Und die ist jetzt, oder heute stand die mit dem Auto neben mir. Ja, das sind so Sachen, das realisiere ich manchmal gar nicht. Ich muss doch hier irgendwo hochkommen. Da sind doch überall so Pnökel. Wir sind zu barmherzig mit unseren Feinden. Mit einem Arm bekämpfen wir sie, aber der andere versucht... Komm ich nicht hoch. Was kann Gutes dabei herauskommen, wenn unser König nicht weiß, was er will? Aber Wilhelm weiß es. Alter, wie komme ich da hoch? Wilhelm von Montferrat hat eine Vision. Alter, wie oft will er das denn noch sagen? Ich versuche jetzt mal hier hochzukommen. Einfach mal komplett von der anderen Seite. Hallo? Da sind doch so Streben. Kommt da auch nicht lang. Aber ganz ehrlich, der Führerscheintest hier in Amerika ist extrem einfach. Ich selber hätte mich 100% durchfallen lassen. Das ist aber schön ehrlich von dir, du. Aber jetzt hier in Deutschland hatte ich jetzt auch nicht so wirklich Probleme. Bin beim ersten Mal durch Theorie und auch durch Praxis gekommen. Bei Theorie, ich war ich total übermüdet, so, weil ich natürlich nie gelernt habe. Ich faules Schwein. Und dann war halt Führerscheinprüfung. Und ja, bin dann dahin, halt voll übermüdet, weil ich dann die Nacht vor mir ein paar Sachen angeguckt habe. So, und dann habe ich angefangen zu schreiben, ne? So, Fragebogen da fertig gemacht. Und dann sah ich schon, dass alle Mädels und so ringsherum so überall gaben die ihre Scheine ab. Und ich war halt immer noch nicht fertig. Und dann dachte ich so, oh scheiße, ey, wie sieht denn das aus? Und blätter um und sehe, oh scheiße, da ist ja immer noch eine Seite. Und dann habe ich einfach so, zack, zack, zack. Weil ich es so voll unangenehm fand, nicht fertig zu sein. Und dann war das alles richtig. Also auch viel Glück und Verstand. Aber Autofahren lernt man auch nicht in der Fahrschule. Das kommt erst alles später durch die Erfahrung, die man sammelt im Straßenverkehr. $25? Hör auf! Nein! Und hier zahlt man sich dumm und dusselig. Und da kam ich auch nicht hoch. Ja, und Mav kennt das auch, dass man junge Menschen, ne, die man halt als jung kennengelernt hat, immer jung bleiben. Das ist leider so. Das meine ich auch gar nicht böse. Ey, wie soll ich denn jetzt auf diese bekackte Kirche kommen? Gibt es nirgendwo eine Möglichkeit hochzukommen? Hier, der könnte doch einfach an diesem Bogen lang. Oder hier irgendwie. $25, ey. Ich raste aus. Habe ich noch Wurfmesser? Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Mein Gott, gehst du mir auf den Sack. Also der Kurs selber hat $50 gekostet und insgesamt 5... Alter, das ist mega krass. So, als ob du... Alter, hier komme ich hoch. Als ob man einfach jedem jungen Menschen da erstmal... Naja gut, die... War gerade ein schlechtes Beispiel. Eine Waffe in die Hand drückt. Haha. Aber genau so ist es ja, ey. Das geht doch gar nicht. Weißt du, ein Fahrzeug ist auch eine Waffe. Ja, und ich finde, dass 16-Jährige diese Waffe überhaupt noch gar nicht verstehen und begreifen können. Also, es tut mir leid, dass ich da... Ich weiß, wie ich mit 16 war, ja. Ich will gar nicht sagen, dass du vielleicht... Vielleicht warst du reifer mit 16, keine Frage. Weiß ich nicht. Ich auf jeden Fall war's nicht. Für meine Schwester zum Beispiel bin ich immer der kleine Bruder, ja. Mein Bruder ist auch immer mein kleiner Bruder. Schert euch vor. Das wird sich nie ändern. Obwohl mein Bruder ist halt nur anderthalb Jahre jünger als ich, ne? Und meine Schwester auch, die sind ja Zwillinge.
Aber meinen Bruder habe ich immer so als den Lütten gesehen. Meine Schwester immer als Reife, aber das liegt vielleicht auch daran, weil es Mädels sind. Demnach habe ich halt immer so meine Schwester... Ich habe mich immer so gesehen, ich, ja, dann meine Schwester, dann mein Bruder. Obwohl die beiden halt Zwillinge sind, wie ich schon sagte. Das war so ganz strange. Nee, ich finde auch definitiv, deswegen wollte ich das mit 16, 17 noch nicht machen, erst mit 18. Du, ich wollte mit 18 auch keinen Führerschein machen. Das lag daran, dass ich hier bei mir im Ort gearbeitet habe und immer mit meinem Roller unterwegs war und mit meinem Roller auch alles erreicht habe, was ich erreichen wollte. So, und dann endete meine Zeit hier in unserem Kaff und dann wurde ich halt versetzt in ein Wohnheim außerhalb von unserem Kaff. Und da brauchte ich dann einen Führerschein, weil das war 12 Kilometer weg. So, aber hier kann ich nicht runterspringen. Wo ist denn hier so ein nicer Heuwagen? Ah, da muss ich hier runter. Aber hier, diese Weitsicht, ey, krasser Scheiß. Da ist auch die Burg, wo ich wahrscheinlich dann später hin muss. So, hoffen wir mal, dass es jetzt klappt. Bin ich ja schon ein paar Mal bei verreckt. Ich dachte schon wieder, es ist soweit. So, da muss ich irgendjemand schubsen. Wir sind zu barmherzig mit unseren Feinden. Den muss ich schubsen. Mit einem Arm bekämpfen wir sie, aber der andere versucht sie zu umarmen. Hm. Was kann Gutes dabei herauskommen, wenn unser König nicht weiß, was er will? Aber Wilhelm weiß es, wenn ihr ihm nur zuhören würdet. Oh. Erhebt euch, Freunde. Lasst euch nicht abschlachten, nur ob der Launen und Anwandlungen eines wankelmütigen Königs. Wir müssen auf Männer vertrauen, deren Gesinnung eisern ist. Auf Männer wie Wilhelm von... Ja, wie lange willst du das noch sagen? Ich will dich jetzt schubsen. Ich wünsche nicht gestört zu werden. Ja, ja, mach mal. Geh mal weiter von den Wachen weg. Los, geh weg von den Wachen. Ich warte nur darauf, dass du ein bisschen weiter weg bist und dann rempel ich dich um, Digga. Seid ihr mein Freund? Nein, dann bleibt mir gefällig kommen. Hinweg, Ungeziefer. Das war nicht weise. So, das müsste ja reichen. Oh, man kann seinen Schlüppi sehen. Alter, gibt der mir hart einen Box, Alter. So, das müsste... Oh, ich mach deinen Schlüpper zu. Ach, ist aber auch Automatik. Das ist ja nochmal ein gutes Stück einfacher. Ja, aber manuell hast du doch sicher auch ein paar Stunden drauf gemacht, oder? Also auf Schaltung. Ich habe hier etwas Gold. Nehmt es. Nehmt es und verschwindet. Ich bin nicht auf Gold aus. Nur auf eine Auskunft. Ich weiß nichts. Ihr kennt Wilhelm. Sagt mir, wo ich ihn sprechen kann. Das ist unmöglich. Er trifft sich mit dem König. Und wann wird er aufbrechen? Heute, aber das hilft euch nicht. Dann musst du in Deutschland auf jeden Fall noch auf manuell fahren. So ist es immer. 5 oder 6 Stunden. Wilhelm schreit seine Männer an. Er wird euch nicht empfangen. Ich sagte, dass ich mit ihm sprechen will. Nicht, dass er mich empfangen will. Dann sind wir also fertig. Nicht ganz, fürchte ich. Etwas brauche ich noch von euch. Was denn? Euer Leben. Außer Need for Speed bin ich nie manuell gefahren. Großartig, Digga. Heute durch Richards Besuch abgelenkt sein. Okay, haben wir wieder was herausgefunden. Oh Mann. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Überhaupt nicht. Also, mein Bruder, ja, der hat ein Auto mit Automatik. Und Tempomat und dem ganzen Gedöns, ja. Das ist angenehm zu fahren. Keine Frage. Das ist sehr, sehr entspannt. Mein Bruder fährt aber auch seine 60, 70, 80.000 Kilometer manchmal im Jahr. Das kann mir nicht passieren. Und, dass der halt manuell, Automatik fährt, ist halt ganz natürlich, weil es halt wirklich entspannend ist, wenn man so viel auf der Autobahn unterwegs ist. Ne? Oder auch im Stau ist das super entspannt. Aber ich fahre halt immer nur jeden Tag 18 Kilometer zur Arbeit hin, 18 Kilometer von der Arbeit wieder weg. Das ist das, was ich so die meiste Zeit fahre. Da kommt irgendwie nichts Besonderes noch hinzu. Ab und zu halt mal mit der Familie so in Zoo oder irgend so ein Gedöns. Aber das war's dann halt auch. So, und wenn es mir mal ganz komisch kommt, dann fahre ich auch gerne mal nach Hamburg. So, das war's dann auch. Sie sagten nicht, wo
Und deswegen ist Automatik überhaupt nicht schlimm. Manuell, entschuldige. Ich habe gerade hier zugehört, meinem eigenen Gelaber zugehört und habe noch versucht, irgendwie das sauber in eine Bahn zu kriegen. Funktioniert nicht. So. Jetzt in die Richtung noch. Da muss auch noch irgendwo eine Bürgerrettung sein. Ich hör's doch. Schrei's doch. Ah, da, neue DNA hinzugewonnen. Nous obéissons, Seigneur. Le seul, l'unique. Oh, scheiße, nicht mehr. Nicht mehr passend. Oh, fuck, jetzt habe ich die richtige Waffe. So, rein mit dir da. Das finde ich so witzig, die Leute da mal reinzuschubsen. So, jetzt kann ich doch den einfach noch kaputt hauen. So, kurz mit dem reden und fertig. Ich wünschte, meine Seele ja, als noch halb so tapfer. Eigentlich egal, aber da. Ich werde ja. Damit Sie wissen, gibt's ein Lied von Motrip. Hey, was mein Auto angeht, bin ich zufrieden, wenn mein Auto angeht. Ist aber auch so. Man sollte immer froh sein, dass man überhaupt ein Auto zur Verfügung hat. Und wenn das sicher ist und TÜV hat, dann ist auch alles perfekt. Aber ich denke, sowas wie TÜV ist in Amerika doch auch nicht, ne? Da kann das ruhig mal ein bisschen shabby unterwegs sein. Zack. Auch noch weggelutscht. So, wo ist denn hier die... Ah, da muss ich mich hinstellen. So. Nochmal synchronisieren. In der Türkei ist ja der deutsche TÜV unterwegs, weil da so viele Schlurren auf den Straßen waren. Und dann ist der deutsche TÜV, hat da irgendwie seine Inspektionen gegründet. So, total krass. Haben natürlich die Türken erstmal total gemeckert, weil sie gesagt haben, ey, was soll das? Bis jetzt musste ich nie Bremsen einbauen. Warum brauche ich jetzt auf einmal Bremsen? Oder so. Keine Ahnung. Das klingt so böse, aber echt. Das, für mich halt total unvorstellbar, wie sowas halt die ganzen Jahre da funktionieren kann. Ich meine, klar, wenn hier ein Auto kein TÜV mehr hat, aber man will es trotzdem verkaufen, dann verkauft man das ins Ausland. Ja, also ich weiß zum Beispiel, ich hatte mal einen Corsa, der hatte halt keinen TÜV mehr, da hätten die Bremsen neu gemacht werden müssen und so weiter und so fort. Ich hätte den auch verschrotten lassen können, wollte ich nicht, habe ihn dann für 50 Euro verkauft. Ja, und dieser Wagen ist dann nach Afrika gegangen und da fahren die ja rum. Und ich wette, da wurde bis heute nichts dran repariert. Oh, erst töten wir den noch. Bei den töten wir chillig. Hallo? Wir reden nicht drüber, okay? Ob ich hier bin oder nicht? Die Autos werden schon überprüft, allerdings ist das nicht so verschärft wie in Deutschland. Bremsen werden überbewertet. Ja, sind sie auch total. Weißt du, wer Bremsen verliert? Oh, meine Bremsen, ich habe neue Bremsen und die quietschen aber. Das ist total nervig. Neu eingebaut und die quietschen. Und mir hatte das mein Mechaniker erklärt, die quietschen. Also manchmal kann die Mischung im Gummi oder in den Bremsbacken, ich habe keine Ahnung davon, von der Materie, die kann nicht so ganz richtig sein und... Ja, dann kann das halt nur mal vorkommen, dass die quietschen, auch wenn die niegelnagelneu sind. Damit hat er sich aber nicht rausgeredet, dass ich jetzt also mit diesen Quietschebremsen weiter rumlaufen muss, sondern ich bekomme jetzt auf Garantie einfach eine neue. Friede sei mit euch, fertig. Bruder, obwohl mir selbst kein Frieden vergönnt ist. Aber es ist trotzdem nervig, sowas. Wenn er immer so langsam bremst. Seine Bogenschützen entsandt. Ich würde mich ihrer selbst annehmen, aber ich habe nicht euer Geschick. Wäret ihr bereit, sie aufzuspüren und zu töten? Ja. Vielleicht kann ich euch von Nutzen sein, falls ihr mir helft. Aber seid vorsichtig und lasst euch nicht sehen. So, wo sind denn die Blöden? Oh, drei Stück. Doch, Gott ist auch gnädig. Was geschieht? Und mag uns Bewegung. Muss ich da hoch, ja? Ah, da ist die Leiter. Oh, da war gerade aber voll der Soundbug. So, das war der erste Streich. So, hier hinter muss ja der nächste sitzen. Zack. Auch weg. Und wo ist der letzte?
Oh, was habe ich denn da für einen krassen Move gemacht? Okay, das war's. Easy. Pupisi. Oh, ich dachte gerade, ich krepiere wieder. Wow. Machen wir mal zusammen Golf. Ey, hast du dir das Dings auch gekauft? Golfit oder was? Welches Golf hast du gekauft, Mav? Mein Koop. Ey, das. Mav und ich haben, glaube ich, seit Diablo und natürlich die DayZ-Zeit und so, ich glaube, nichts mehr Koop gespielt. Das würde echt mal Zeit werden. Oh. Kann mir jemand sagen, warum er das tut? Hab Dank, Alter, hier. Jetzt kann ich mich wieder frei umherbewegen. Nehmt diese Karte, die ich angefertigt habe. Sie zeigt euch, wo Wilhelm weitere Bogenschützen postiert hat. Sehr hilfreich, wenn ihr erst in seiner Festung seid. Fürchtet euch nicht. Furcht und Zweifel sind die Waffen. Wo wird das gerade vorgeschlagen? Also, Golfit ist cool. Ich habe auch Golf with Friends. Auch cool. Ich mag ja Golfspiele. Ich will endlich einen Koffer packen. So, haben wir die alte Oma auch? Nicht, was sie von mir wollten. Nee, ne? Aber ich sag, also von daher, auf jeden Fall. Dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von Dead Space? Assassine, hier drüben! So, schnell weg hier. Ach, ich renne in die falsche Richtung. Ich muss noch da vorne zu der Flagge. Wo ist denn die ganz genau? Ja, Dead Space. War nicht schon... Nee, doch, der dritte Teil. Der war Koop, aber der dritte ist ja auch nicht gruselig, ne? Während, glaube ich, der dritte von dieser anderen Spielereihe dann auf einmal gruselig wurde. Wie heißt denn das? Wo das erste so auf so einem Schneeplaneten... Ich schub's euch jetzt in den Tod. Echt, ich schub's euch jetzt in den Tod. Alle. Ich werde mal jetzt gucken, wie lange es dauert, bis ich die alle totgeschubst habe. Nein, ich schub's euch. Hör auf. Ich will jetzt ohne Schwert euch erledigen. Man muss sich auch mal seine eigenen Ziele setzen. Ihr müsst doch irgendwann mal krepieren. Das gibt's doch gar nicht. Die leben ja immer noch. Okay, die gehen nicht drauf. Doch, jetzt liegt der Erste. Oder stehen die immer wieder auf? Sind die irgendwann nicht mehr bewusstlos? Lass mich los, du dreckige Schüft. Oh. Ich will euch kaputt schubsen. Oh. Ich schub's euch tot. Aua, bitte nicht schubsen. Alex, lass uns morgen mal was ausmachen. Gerne. Also ich weiß zwar nicht, wann ich morgen online bin, weil ich morgen erstmal Tischtennis habe. Dienstags bin ich immer beim Tischtennis. Totgeschubst. Oh nein, wer hat das gemacht? Wer hat diese ganzen Menschen totgeschubst? Vermannten Herausforderungen hier. Wieder zurück, Alter, hier. Jawohl.
Ihr braucht immer jemanden, der eure Drecksarbeit verrichtet. Dieses Mal hat Al-Mualim nichts befohlen. Nur für mein eigenes Vergnügen bitte ich euch, einige Massia-Flaggen zu finden, die ich in Richards Viertel versteckt habe. Bitte kommt baldestmöglich zurück, denn ich habe etwas für euch. Es sind wichtige Informationen. Ich kann nicht schreiben. Aber dieses Mal versucht schneller zu sein. Okay, wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Ah, da. Hä? Verstehe ich nicht. Wo sind denn die ganzen... Ach, scheiße, hier. Warum tut er das? Also jetzt so eine Art Wettlauf hier. Endlich mal was Neues. Ah, nein. Ist das Kacke. Nein! Was hat ihn denn so erregt? Was hat mich denn so erregt? Hallöchen. Tischtennis habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Alter, nee, weißt du, ich spiele es auch nur auf Kreisklassenniveau, ne? Reicht aber auch. Aber ich brauche halt zu meiner Arbeit auch irgendeinen Ausgleich. Und auch zu dem hier. Ne, immer nur vom Rechner sitzen macht auch nicht glücklich. Und ein bisschen körperliche Betätigung ist halt nicht verkehrt. Und Tischtennis ist dabei optimal, weil ich das halt in meiner Jugend auch in der Mannschaft gespielt habe. Und von daher halt die ganze Vorerfahrung mitbringe. Und deswegen nicht irgendwas Neues lernen musste. Und wie soll ich sagen, Fußball zum Beispiel, finde ich mega öde, weil man da so viel laufen muss. Ja, wo ist denn jetzt der Typ da? Eure Arbeit zwingt mich, meine Meinung über euch zu ändern, Alter, hier. Hier ist alles, was ich über Wilhelm von Montferrat weiß. Er und Richard hatten eine Meinungsverschiedenheit, bevor der König gen Jaffa aufbrach. Seitdem bleibt Wilhelm in seiner Zitadelle, umgeben von seiner Armee. Glaubt ihr, dass ihr ihn in dieser beschützten Umgebung angreifen könnt? Wir werden es sehen, aber noch zweifle ich. Das Angeln aus, dass ich erst einmal... Sehr geil! So, wir können zurück zum Büro. Wir haben, glaube ich, jetzt genug Informationen. Alter, muss ich dafür weit. Ach, so eine Kompf... Oh. Na gut, mit ein bisschen Druck laufe ich auch schneller. Badminton ist auch geil, aber ich habe Freunde, die spielen Tennis und sagen, Tennis ist übelst anstrengend. Aber beim Tennis hast du ja auch zwischendurch... Also klar, beim Tennis hast du auch das Laufen und so. Aber du hast zwischendurch doch sehr, sehr viele Pausen. Und beim Tischtennis hast du das nicht. Und ich kenne welche, die Tischtennis anstrengender ansehen als Tennis. Verdammter Narr! Wo verflüchtet ihr nur? Ah, hier ist noch Menschenhelf-Aktion, die nehmen wir noch mit. Ah, warten wir kurz. Aber Badminton habe ich auch mal gern gespielt. Also jetzt so in der Schule, so übers Netz, ne? So richtig. Nicht so im Garten. So, im Garten habe ich auch ein Badminton-Netz. Fällt mir gerade ein. Aber das ist so voll blöd. So. Eishockey finde ich auch nice. Aber ich kann nicht gut Schlittschuh fahren. Oh, diese Leute, ey. So schnell hin. Wo ist denn jetzt die Scheißmission? Nein, bitte geht nicht ein. Ach, nur ein paar Münzen, bitte. Hier muss es dann irgendwo sein, oder? Dreckiger Dieb. Dafür hacke ich dir die Hände ab. Wie Schlüpfer. Oh, in den Schlüpper der Frau gesprungen. Ja, nehmen wir mal wieder den Dolch, oder? Einfach mal, damit auch ein bisschen Abwechslung reinkommt. Da. So. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurem Opfer erfahren. Ja, keine Frage. Also ich mag Badminton. Also du meinst es also auch im Verein, nicht nur so öde Gedöns zu Hause, Ball über die Schnur mäßig.
Halt! Ihr dürft nicht passieren! Du bist ein toter Mann! Was bin ich? Ich hab dich gerade leider akustisch überhaupt nicht verstanden. So, weiter. Mit meinen Informationen reicht das, um endlich diesen Typen zu killen. Oh, Entschuldigung. Der scheint es aber eilig zu haben. Ja, habe ich auch. Hier komme ich nur nicht weiter. Einen Grund für seine Taten hat? Wo komme ich denn da hoch? Ach, da ist das Gerüst. Da muss ich wieder den ganzen Scheißweg laufen. Wollen wir wetten? Ich bin jetzt schon auf den Sack, wenn ich nur dran denke. Also das Spiel glänzt echt nicht mit Abwechslung. Und ich kann mich echt noch an die ganzen Spielemagazine damals erinnern, die geschrieben haben. Was führt euch so bald wieder? Grafikblender. Ich habe mich mit Wissen gewappnet, wie befohlen. Recht. Und ich werde urteilen. Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn. Aber er hat auch Feinde. Er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen. Wohl wahr, sie standen sich nie nah. Das gereicht mir zum Vorteil. Richards Besuch hat ihn erregt. Wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken. Er wird abgelenkt sein. Genau dann schlage ich zu. Seid ihr dessen sicher? So sicher ich nur sein kann. Und wenn die Dinge sich ändern, passe ich mich an. Dann gebe ich euch freie Hand. Beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt. Mach ich. Ja, ja, nimm jetzt die Feder. Ich kehre zurück, wenn die Tat vollbracht ist. Spule fort zu aktuellerem Gedächtnis. Und das war vorhin nämlich nicht. Ich glaube, der hat die Feder nicht genommen. Ich glaube, das war mein Problem. Anschlag, nachdem sich Wilhelm König Richard getroffen haben. Er wird abgelenkt sein. Ja, jetzt lauf. Biatsch. Ja, keine Frage. Die Grafik geht auch wirklich immer noch klar. Aber, Mav, es ist eintönig. Und das merke ich jetzt schon. Aber ich will trotzdem noch das Ende. Weil das habe ich nicht mehr genau im Kopf. Das will ich jetzt unbedingt nochmal sehen. Selten, Watson. Selten. Also ich gucke bei Mav wirklich rein, weil ich ihn kenne. Wenn Mav hier, vor kurzem war es dieser Livestream, den er mit, wie heißt denn der? Zoom-In? Nee, wie heißt es? Zimt? Nein. Mein Gott, Simzone heißt er, glaube ich, ne? Mit dem du dieses Hunter-Game gemacht hast. Aber da hat mich auch das Spiel auch wirklich interessiert, gebe ich zu. Und ja, halt, weil wenn ich am Rechner sitze, ich habe es, glaube ich, schon so oft gesagt, wenn ich am Rechner sitze, dann habe ich selbst kaum mal Zeit, irgendwie was zu gucken. Ich gucke gerne mal so ein paar Tutorial-Videos oder Unboxing-Videos von nerdsheaven.de. China-Phones und so ein Kram werden da vorgestellt. Aber dann hört es auch echt auf, ey. Also Gameplay-Sachen gucke ich mir gar nicht an. Aus dem Alter bin ich raus. Früher hat man das noch mehr geschafft. Da hat man so, man hatte ja so eine gewisse Base, so dazu gehörte der Schleswig, Mav gehörte dazu, keine Frage, hier Tatsumaki und so. Und da haben wir alle irgendwie immer so ein bisschen gegenseitig auch unsere Videos geguckt und auch kommentiert und so. Aber da fehlt die Zeit. Sollst ja auch nicht immer weniger gucken, es reicht ja, dass du die richtigen Let's Plays guckst, Digga. Alles andere ist ja auch vollkommen egal. So, wie komme ich jetzt da rüber? So. Hier ist auch noch ein Aussichtsturm. Wo ist denn der? Nehmen wir auch noch mit. Weil ich wette, ich muss nochmal in diese bekackte Stadt. Alter, er wollte noch reden. Er wollte mir gerade noch was erzählen, aber... Hier vor mir ist ein Burger-Scheiß. Wird aber unten nicht angezeigt. Alter, jetzt geh da rüber. Das war eine gute Zeit, Mav, ne? Wo wir alle so irgendwie immer was miteinander zu tun gehabt haben. Und wenn wir nicht zusammen gespielt haben, dann haben wir aber wenigstens beim anderen immer irgendwie, waren wir Teil der Videos, weil wir irgendwo was geschrieben haben. Aber schaffe ich nicht mehr. Oh nein, das war dumm. Okay, jetzt machen wir hier ganz schnell einen Prozess, komm. Alles nur mit Konterattacken und wenn einer auf dem Boden liegt, dann hacken wir auch mal rein. So.
In etwa. Nur Konter will ich. Los. Zack. Und er liegt auf dem Boden. Ich habe gesagt, wenn einer auf dem Boden liegt, soll ich reinhacken. Ach. Los, angreifen. Oh, zu früh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich muss immer erst mal in die Richtung kämpfen und dann stehe ich auch richtig für einen Konter. Komm. So. Sie sagten nicht, was sie von mir wollten. Mm. Aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Was ist hier passiert? Ja. Ich habe gerade erst mal gelesen, was du geschrieben hast. Es stimmt schon. Bei den Streams ist das alles aktiver. Und ja, der Mav streamt. Auch jetzt auf YouTube. Und oder machst du auch noch Twitch nebenher? Machst du beides sogar gleichzeitig? Es war früher was aktiver. Und selbst wenn ich heute meine 30, 40 Views auf irgendein Video habe, wenn das mal kommt, ne? Also bei Livestreams passiert das. Da, komischerweise, da gucken mehr Leute. Und bei den normalen Videos halt nicht. Und aber die Interaktion, die ist mir halt auch wichtig, weil. Habe ich sicher auch schon ein paar Mal in den Videos erklärt, dass gerade wenn ich, wegen meinen beschissenen Arbeitszeiten, fehlt mir eigentlich jegliche soziale Interaktion mit meinen Freunden und so weiter. Die findet gar nicht statt um 22, 23 Uhr, wenn ich von der Arbeit komme. Und so ist das ja überhaupt entstanden, erst mit den Let's Plays und dem ganzen Gedöns. Und das ist immer noch so. So, wie komme ich da in die Burg? Oh oh, der hat mich gesehen. Vollidiot, hat mich gesehen, nimmt mich aber gar nicht wahr. Zack, ist auch hin. Also da sehe ich ein Gerüst. Ah, guck mal da hinten. Gerüst, da hoch. Oh, jetzt muss ich wieder gucken. Tausend Seelen, Wilhelm. Ich dachte, es wären Gefangene, die gegen unsere Männer eingetauscht werden sollten. Die Sarazenen hätten ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten. Ihr wisst es. Ich tat euch einen Gefallen. Oh ja. Einen großen Gefallen, fürwahr. Jetzt sind unsere Feinde noch fester in ihrer Überzeugung und werden noch entschlossener kämpfen. Ich kenne unseren Feind. Er ist nicht gestärkt, sondern von Angst erfüllt. Sagt mir, wie kommt es, dass ihr unseren Feind so gut kennt? Ihr, der ihr das Schlachtfeld verlassen habt, um Ränke zu schmieden. Ich tat, was recht war, was billig war. Ihr habt geschworen, das Werk Gottes zu verrichten. Aber das sehe ich hier nicht. Nein, ich sehe einen Mann, der es mit Füßen... Alter, was ein Affengesicht, oder? Eure Worte sind höchst ungnädig, mein Lehnsherr. Ich hoffte, ich hätte mir inzwischen euer Vertrauen verdient. Ihr seid der Regent von Akron, Wilhelm, um in meinem Namen zu regieren. Wie viel mehr Vertrauen erwartet ihr? Wollt ihr vielleicht meine Krone? Ihr verfehlt den Sinn, aber das tut ihr ja immer. So gerne ich auch meine Zeit mit Wortgeplänkeln vergeuden würde, ich habe einen Krieg zu führen. Wir setzen das ein anderes Mal fort. Dann lasst euch nicht aufhalten. Eure Hoheit. Ich fürchte, die neue Welt wird für Leute wie ihn keine Verwendung haben. Na, er sieht echt matschig aus. Wir müssen sicher sein, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Warnt sie, dass jede Nachlässigkeit aufs Schwerste bestraft wird. Ich bin heute nämlich nicht zum Spaßen aufgelegt. Ja, ist nicht zum Spaßen aufgelegt. Aber Mav, bei Twitch hast du da schon eine gewisse Base an Leuten, die dir zugucken. Also ich habe das bei YouTube wenigstens so, dass das ja meine Abonnenten eine Benachrichtigung kriegen, dass ich live bin. Bei Twitch kennt mich ja keine Sau. So, wie komme ich da hin? Ich kann jetzt nicht einfach hier so... Da komme ich nicht hoch. Ah, okay, cool. Okay, das ist echt mal fett. Endlich mal richtig assassinenmäßig hier in eine scheiß Burg einbrechen.
Ist hier oben einer? Nein. Okay, der ist hin. Okay, wo ist mein Subjekt? So, eure Borg ist gleich unbeschützt. Oh. Du Heide, jetzt wirst du sterben. Bist jetzt mal schön still, mein Freund. So. Okay, wo ist er? Wo ist er? Irgendwo da hinten in dem Raum. Okay, jetzt müssen wir aber erstmal weiter gucken. Wie komme ich da komplett rum, ohne dass die mich sehen? Aha. Hier hoch? Jetzt runter mit dir! Alles weg, der Kanal ging mir selber auf die Nerven. Aber Hotline Miami ist ja ein neues Spiel. Aber es ist geil. Habe ich auch schon mal gespielt. Ja, da ist jetzt die Frage, wie komme ich da weiter hier? Wenn da zwei Typen sind, da hinten an dem Turm komme ich ja nicht hoch. Ha. Will ja wirklich mal sneaky beaky da rein. Und dafür muss ich ja erstmal echt diesen ganzen Krawall auf den Mauern kaputt machen. Aber ein Konzept-Map habe ich doch auch nicht. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Okay. Ich habe Jasper angesprochen und bringe schlimme Kunde. Er beschuldigt uns, unsere Pflicht verletzt. Ihr dürft nicht hier sein. Was wir für das Wohl unserer Sache getan haben. Was weiß er denn schon? Alter! Jetzt nimm doch mal dein Schwert, du Penner! So. Hier vorne ist auch noch ein... Ich sehe, wie ihr übt. Euch fehlt es an Hingabe und Beharrlichkeit. Ihr schwatzt und spielt und euch übertragene Pflichten werden schwerlich oder gar nicht erfüllt. Das endet am heutigen Tag. Ich lasse mich nicht weiter von ihm erniedrigen, ob ihr mir zustimmt oder nicht. Und das solltet ihr. Es ist eure Schuld. Ihr habt Schande über uns gebracht. Geschick und Entschlossenheit haben uns Akkon gewonnen. Und sie werden erforderlich sein, um es zu halten. Aber jetzt, ihr werdet härter und öfter üben. Verpasst ihr dadurch ein Mal oder eine Ruhe, dann ist es so. Solltet ihr euch vor dieser Pflicht drücken, werdet ihr die wahre Bedeutung des Wortes Disziplin kennenlernen. Führt sie vor. Wenn ich ein Exempel an euch statuieren muss, um Gehorsam zu erlangen, dann soll es so sein. Ihr werdet beschuldigt, auf Wache gehurt und getrunken zu haben. Was habt ihr zur Verteidigung vorzubringen? Mein Herr, bitte, wir dachten uns nichts dabei. Wir haben uns vergessen. Es kommt nicht wieder vor. Nein, sicher nicht. Ungehorsam okay. Breitet sich aus wie eine Seuche. Er soll ausgerissen und getilgt werden, auf dass seine Ausbreitung verhindert werde. Alter, wann hole ich mir den? Habt ihr mich verstanden? Ja, mein Herr. Natürlich. Zu eurem Befehl. Gut, gut. Dann kehrt zurück auf eure Posten, erfüllt von neuem Pflichtbewusstsein. Seid stark, seid auf der Hut und wir werden obsiegen. Zaudert und ihr werdet das Schicksal dieser Männer. Overwatch mag ich gar nicht. Das ist mir zu bunt. Wegtreten.
Schließt die Tore! Was ist mit ihm los? Na tolle Wurst! Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. So Blödsinn. Ich habe alles versucht, hier vorsichtig reinzukommen und dann sowas. Oh, scheiße. Diesmal gehe ich drauf. Es sind zu viele. Oh, ich habe wenigstens den Haupttypen erstmal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß, dass ihr Richard töten und Akon für euren Sohn Konrad gewinnen wollt. Für Konrad? Mein Sohn ist ein Taugenichts und kaum fähig, sein Heer zu führen. Geschweige denn ein Rat. Nee. Vorher schon, durchs Let's Play. Der Orchanon ist nicht besser. Geblendet von seinem Glauben an ein Trugbild. Akon gebührt keinem von ihnen. Wem dann? Die Stadt gehört dem Volk. Ihr erdreistet euch, für das Volk zu sprechen? Ihr nehmt ihnen die Nahrung, schindet sie ohne Gnade, zwingt sie in den Frondienst für euch. Alles das geschah, um sie für die neue Welt vorzubereiten. Ich nehme ihnen die Nahrung? Nein. Ich nahm sie in Verwahrung, damit sie in schlechten Zeiten wohl rationiert werde. Schaut euch um. In meinem Bezirk gibt es keine Missetaten, außer denen, die von euresgleichen verübt werden. Und der Heeresdienst? Sie werden nicht für den Krieg ausgebildet. Wir lehren sie allein die Vorzüge von Ordnung und Disziplin. Das kann schwerlich Unrecht sein. Für wie ehrenhaft ihr eure Absichten auch halten mögt. Eure Taten sind grausam und müssen enden. Wir werden sehen, wie süß die Früchte eurer Arbeit sein werden. Ihr befreit die Städte nicht, wie ihr glaubt, sondern ihr verdammt sie. Und am Ende tragt nur ihr die Schuld dafür. Ihr, der ihr von guten Absichten sprecht. Ja, Diablo 2 war zuerst da. Oh, Grafikfehler, Grafikfehler. Nein, komm. Los, renn da hoch. Nein. Ja, los, 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 los. Weg jetzt. Okay, ich antworte jetzt mal ein paar Sekunden nicht auf eure Nachrichten da. Ich muss jetzt Vollgas geben, ich muss hier weg. Hoch mit dir. Okay. Puh. Lasst uns erstmal entspannen. Aber was man auch dazu sagen muss, Mav, wir haben uns kennengelernt durch deine damalige Freundin, die Let's Played hat. Und bei mir dann irgendwelche Sachen kommentiert hat. Dadurch haben wir uns erst kennengelernt. Das darf man mal nicht vergessen. Wie soll man denn auf diesen Fakturm eigentlich hochkommen? Wahrscheinlich irgendwo hinten lang. Bei dem will ich auch mitnehmen, wenn ich schon hier bin. Puh. Die Rolle ins Glück. Ich muss da noch irgendwie doch hoch. Ach hier. Scheiße. Doch, das war die, die hat Videos bei mir kommentiert und dann haben wir irgendwie mal geschrieben und dann habe ich dich kennengelernt und dann so ist eins zum anderen gekommen, Mav. Mal wieder sind nur die Frauen an allem schuld. Ja, das reicht noch gar nicht, das zählt nicht.
Ich muss noch weiter hoch. Ist ja krass. Ich hätte eigentlich gedacht, das wäre es gewesen gerade. Aber die hat dieses coole Blur gemacht. Dieses richtig geile Rennspiel für PC, was im Grunde ein Mario Kart für Erwachsene ist. Ich habe das, glaube ich, auch auf jeder anderen Konsole. Ich habe das auf der 360. Ich habe das auf der PlayStation 3, weil ich Blur echt mag. Blur ist ein unfassbar gutes... Heißt doch Blur, oder? Bin ich gerade blöd? Doch, das heißt Blur. Das ist unfassbar gut. Schöne Grafik, gut gemacht. Saugeiles Rennspiel. Macht mir wirklich Spaß. Und man kann schießen mit echten Autos. Da gab es auch einen mega geilen Werbespot, wo Mario und Toad und Bowser so am Zaun stehen von ihrer Mario Kart Strecke und dann fahren auf einmal da die Karren von Blur lang. Voll gut. So. So, jetzt versuchen wir hier wegzukommen. Oh nein! Okay, das war der Tod. Doch nicht. Schwein gehabt. Alles gut, das lädt sich wieder auf. Nein, nicht runterfallen. Oh, du hast doch kaum Energie, Alter. Die Typen meinen es ernst. Hast du das noch nicht mitgekriegt? Oh, 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 oh. Das war's. Nein, war's nicht. Okay. Vollgas. Durch die ganze bekackte Stadt. Oh. Action Cam. Man muss ja auch mal ein bisschen die Action reinholen hier. Action Cam. Okay, so geil ist die Action Cam gar nicht. Hab's halt vorher nie ausprobiert. Oh, da hinten ist noch eine Flagge, die nehmen wir auch noch mit. Weiter. Oh. Überall böse Menschen. Ich will durch den Marktstand springen, weil es cool ist. Und durch deinen auch. Hier bin ich falsch, Sackgasse. Oh. Die werfen mit Steinen, die sind so böse. Komm schon, hoch jetzt mit dir. Alter, du Spacken. Weiter. Los, wieder die Rolle ins Glück. Oh. Die sollen sie erstmal alle verpieseln. Da wird auch keiner hinterherkommen, oder? Doch, da oben sind welche. Ich habe noch 89 Meter. Sind die Leute jetzt mal weg? Okay. Die blöden... Wo geht's lang? Puh, also das war schon ein bisschen härter, ne? Wenn da auf einmal so 30 Leute auftauchen. Ist das schon echt unschön. Nein. Hast dich verguckt. Jetzt haben die hier die Klappe zugemacht. Ich raste aus. Jetzt muss ich mich da oben in Sicherheit bringen. Boah. Das war echt ein bisschen Anspannung. Und da ist die Klappe wieder auf. Nein! Hallo? So. Geschafft. Was führt euch hier? Wilhelm von Montferrat ist tot. Und mit Fuck, ey. Es war gut, Akon vor seinem Griff zu bewahren. Aber warum jetzt, wo die Kreuzfahrer mehr denn je zusammenhalten müssen? Er hätte warten können. Warten? Worauf? Dass Richard zurückkehrt und seine Intrigen entdeckt? Nein. Es war die rechte Zeit für ihn zuzuschlagen. Seltsam. Ich war sicher, Akon für Konrad. Aber er bestritt, dass dies sein Plan gewesen sei.
Dem Wort einer Schlange, die auch im Sterben noch Gift produziert, ist nicht zu trauen. Ich sollte das mit Al-Mualim besprechen. Ja, mein Freund. Eilt nach Masyaf. Er wartet sicher sehnlichst auf Masyaf. Boah. Also das war jetzt gerade echt anstrengend. Wirklich, wirklich anstrengend. Gedächtnisabschnitt 4, Attentat beendet. So, ja. Wenn Sie von Wachen entdeckt ja. wurden, unterbrechen Sie deren Sichtkontakt. Danke sehr. Ja, mit Hilly spiele ich auch immer mal wieder. Mit Virus weniger. Der ist mehr am Onanieren. Der hat so wenig Zeit. Der muss immer... Ich spüre, dass ihr mit den Gedanken woanders seid. Sprecht darüber. Jeder, dem zu töten ich geschickt wurde, spricht kryptische Worte zu mir. Jedes Mal komme ich zu euch, um Antworten zu bekommen. Ist da das stärkere Schwert? Jedes Mal halte ich nur weitere Rätsel von euch. Das muss enden. Wer seid ihr, dass ihr so mit mir sprecht? Ich bin es, der eure Aufträge ausführt. Wenn ihr das fortzusetzen gedenkt, so sprecht endlich frank und frei mit mir. Gemach, gemach, Junge. Dieser Ton gefällt mir nicht. Und ich mag eure Verwirrungen nicht. Ich bot eine Gelegenheit, eure verlorene Ehre wiederherzustellen. Nicht verloren. Genommen. Von euch. Und dann lasst ihr mich sie holen, wie ein gottverdammter Hund. Mich dünkt, ich werde einen anderen finden müssen. Schade. Ihr zeigt großes Potenzial. Hättet ihr einen anderen, hättet ihr ihn längst entsandt. Ihr sagtet, meine Fragen werden beantwortet, wenn ich nicht mehr danach fragen muss. Ich frage nicht mehr. Ich fordere, dass ihr mir sagt, wie diese Leute in Verbindung stehen. Ja, ihr habt recht. Diese Männer sind verbunden durch einen Blutschwur, ganz wie der unsere. Wer sind sie? Non nobis, Domine. Non nobis. Templer. Nun erkennt ihr das wahre Ausmaß von Robert de Sables Macht. All diese Männer. Statthalter. Heerführer. Sie alle haben ihm die Treue geschworen. Sag ich gleich was zu. Ihre Werke können nicht einzeln betrachtet werden, oder? Nur als Ganzes. Wonach streben sie? Eroberung. Sie wollen das Heilige Land nicht im Namen Christi, sondern für sich selbst. Was ist mit Richard? Salah al-Din? Jeder, der sich den Templern entgegenstellt, wird vernichtet. Seid versichert, dass sie Mittel und Wege haben. Dann muss man ihnen Einhalt gebieten. Daran arbeiten wir, Altair. Für eine Zukunft ohne solche Ränkespiele. Warum habt ihr mich belogen? Damit ihr den Schleier selbst lüftet. Wie immer geht das Wissen der Tat voraus. Selbst erworbenes Wissen ist besser als erlerntes. Im Übrigen hat euer Verhalten in letzter Zeit nicht eben Vertrauen erweckt. Verstehe. Alter ihr, eure Mission ist unverändert. Nur eure Wahrnehmung der Umstände hat sich geändert. Und gewappnet mit diesem Wissen werde ich die übrigen Templer vielleicht besser verstehen. Sonst noch etwas, das ihr wissen wollt? Der Schatz, den Malik aus Salomons Tempel brachte. Robert schien ihn verzweifelt zurückhaben zu wollen. Alter ihr, bei Zeiten wird euch alles klar werden. So wie euch die Rolle der Templer offenbar wurde, werdet ihr auch die Natur ihres Schatzes erkennen. Fürs Erste findet Trost darin, dass er nicht in ihren Händen ist, sondern in unseren. Wenn das euer Wunsch ist... So sei es. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen. Nehmt eure Waffe. Möge sie helfen, der Bruderschaft Ehre zu machen. Altair, bevor ihr geht... Ja? Woher wusstet ihr, dass ich euch nicht töte? Ehrlich gesagt, Meister, gar nicht. Ich habe meinem Glauben vertraut. Oh ja. So, jetzt komm, nimm deine Waffe. Ich will jetzt wissen, was gibt's überhaupt noch für Waffen? Was hat er jetzt gekriegt? Neue Waffe erhalten, extra Wurfmesser. Sie können im Hof trainieren. Ja, toll. Und zwar zur Nintendo Switch habe ich, glaube ich, schon mehrfach was gesagt. Ich finde sie als Konsole gar nicht so geil. Und die Spiele, die mich interessieren, wären zum Beispiel Zelda oder das neue Mario. Das neue Mario kommt aber allerdings erst im August, November, irgendwie sowas. Und von daher habe ich mich dann gegen den Kauf einer Switch entschieden. Und meiner Frau, das habe ich vorhin schon erzählt, habe ich am Sonntag am Sonntag Dings geschenkt.
das neue Zelda Breath of the Wild für die Nintendo Switch, für die Wii U. Und wenn die damit durch ist, werde ich das sicher auch mal let's playen. So, jetzt hören wir uns nur noch den Auftrag an und den Rest werden wir dann wohl beim nächsten Mal machen. Wenn er doch nur auch mit dieser Stadt wäre. Hören wir mal, was der zu sagen hat. Al-Mualam hat Majdadin dem Tode geweiht. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Ja, und der Preis. Der Preis ist voll überzogen. Ohne rechten Führer hinterlassen. Und Majid Adin hat sich selbst auserkoren, diese Lücke zu füllen. Durch Angst und Einschüchterung bekommt er, was er will. Er hat kein wirkliches Anrecht auf diese Position. Das wird heute enden. Ihr urteilt vorschnell. Es ist kein gewöhnlicher Sklaventreiber, über den wir reden. Er beherrscht Jerusalem und wird schwer bewacht. Ich schlage vor, ihr plant euren Angriff sorgfältig. Lernt eure Beute erst kennen. Mit eurer Hilfe werde ich das. Wo sollte ich mit der Suche beginnen? Was ist geschehen? Ihr bittet mich um meine Hilfe, anstatt sie einzufordern? Ich bin beeindruckt. So sprecht denn. Wie ihr wünscht. So würde ich es machen. Zuerst sucht im Südwesten, nahe der Moschee. Auch wieder Südwesten. Danach wendet euch weiter gen Süden. Dort sind zwei Orte, die euch interessieren sollten. Die südliche Kirche ist der eine. Ein weiterer liegt in den Straßen bei einer Synagoge. Danke für euren Rat. Verderbt es nicht, Altair. So, will der mir nicht so eine Feder geben? Ah ne, die gibt er mir erst, wenn ich genug Infos habe, ne? So, dann warte ich nur noch darauf, dass die Speicherung stattfindet. Die Speicherung findet aber, glaube ich, erst statt, wenn ich irgendwas gemacht habe. Ne, da ist es, speichern. So, meine lieben Kniften da draußen. Mit Erinnerung verlassen, Animus verlassen. Ja. Mit Hinblick auf die Uhr, ich muss morgen wieder früh aufstehen. Mein Sohn hat diese Vorschuluntersuchung. Da muss ich dann dabei sein. Und natürlich zu einer Zeit, die gar nicht meine ist, ne? Boah, dieses. Kann ich nicht einfach hier escape? Nein, muss ich echt immer über den Animus raus. Da muss ich halt dabei sein und da muss er dann so Farben benennen und auf den Strich gehen. Auf den Strich gehen, hüpfen und all so ein Pipapo. Und weil ich ein bisschen, ich will nicht sagen härter bin, aber bei mir will er sich halt immer so beweisen. Deswegen ist es sinnvoller, dass ich mitgehe, anstatt meine Frau. Bei meiner Frau sagt das, ich will nicht. So, und bei mir sage ich, Schatz, mach das. Ne, und deswegen werde ich jetzt leider hier einen Schlussstrich ziehen. Muss ich jetzt echt nochmal rein, so beenden. Alles klar. Alter, ist das kompliziert, aus dem Spiel herauszukommen. Ich bedanke mich ganz, ganz dolle bei Watson, dass er so lange dabei war. Bei, ach, vorhin war es noch hier der, wie heißt er, Alexander Tanne, Maurice Breuer, wie hieß er denn noch? Verdammt. Nico Jappe. Und natürlich bei meinem alten Kumpel Mav. Hi Mav. Einfach nur Mav. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass wir es irgendwann die nächsten Tage nochmal schaffen und dann endlich Assassin's Creed 1 abschließen. Denn dann, denke ich, kommt endlich das versprochene Horrorspiel. Wenn es soweit sein wird, wie gesagt, guckt mal bei Facebook und so weiter, da werdet ihr das alles finden. Ich verabschiede mich in die Nacht, wünsche euch noch was und sage wie immer, haut rein und bis denne. Ciao, ciao. Und jetzt noch wieder 1, 2, 3, 4, 5. Gute Nacht.